Grüß euch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass ihr nach der Sommerpause wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr, heute Oberst Koscielny zu begrüßen. Er ist der Leiter der Gerinnungsambulanz mit Hämophiliezentrum, hauptsächlich am Campus Mitte, wenn ich das recht habe. Ja. Und er ist Vorsitzender des Berufsverbandes der Deutschen Hämostasiologen. Ein wahrer Fachmann, den ich, muss ich sagen, ganz froh bin, ihn gewonnen zu haben. Ich habe ihn mehrfach kontaktiert bei Patienten und Patientinnen und Patienten auf Stationen, wo ich nicht weiter wusste und rätselte. Und dann gab es ein kurzes Auflachen und einen sehr hilfreichen Tipp. Und als ich ihn gefragt habe, ob er uns weiterbilden möchte in diesem Bereich, weil das hier, glaube ich, nicht nur mir so geht, sondern vielleicht auch euch so, hat er gleich zugesagt und wir haben uns einen Termin nach der Sommerpause rausgesucht. Ich darf ein kleines Geschenk aus der Gruppe der Assistenten und Assistenten überreichen. Eine Sekunde. Na, das ist ja sehr nett. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Budget gesprengt. Haben Sie vielen Dank. Ja. Ein kleines Geschenk von Ja, vielen, vielen unserer Dank. Also ganz herzlichen Dank. Also schon vor dem Vortrag. Ganz toll. Herzlichen Dank. Dann würde ich einmal umsetzen und was habe ich zu Ihrer Vorstellung vergessen? Ja, ich bin schon seit 94 an der Charité, also auch schon ein Vierteljahrhundert, habe auch viel erlebt hier. Und ich sage mal, mit der jetzigen Struktur, die wir hier haben, ambulant, wie auch mit der Spezialität eines Gerinnungsrufdienstes, den wir auch schon seit ja, über 30 Jahren hier auch durchführen, haben wir also einen Kontakt eigentlich mit allen Disziplinen. Also es gibt keiner, der mal nicht mit einer Blutung oder Thrombose zu tun hat. Wir werden da auch viel dazu gefragt, durch die, sagen wir, Ansammlung von Wissen, was dann halt dann nicht ausbleibt, kriegt man natürlich dann halt auch viele, sagen wir, auch Aufgaben, wie zum Beispiel in den Leitlinien mitzuarbeiten, national wie international. Wir haben auch, wie gesagt, ein großes Zentrum, was wir zusammen machen, hier auch gerade was Gerinnung betrifft, auch auf mehrere Schultern verteilt, sage ich nachher kurz vielleicht etwas dazu. Und wenn ambulante Fragen sind, dürfen wir ja mit einer Überweisung dann auch alles tun, was an Fragestellung offen ist. Also da ist schon vieles möglich geworden. Und das andere ist halt, Berufsverbandvorsitzender ist halt, sage ich mal, es geht bis in die Politik rein. Also ich habe hier auch Aufgaben fürs Bundesgesundheitsministerium. Insofern, hier geht es mehr oder weniger um die Versorgung von den Patienten mit angeborenen Gerinnungsstörungen, vorwiegend gerade in Hämophilie und andere seltene. Da gibt es jetzt einen Vertriebswechsel. Früher haben wir als Zentrum das direkt ausgegeben. Unter bestimmten Umständen dürfen wir das auch machen. Wie macht man das im Notfall? Wie macht man das ambulant, Ich meine, Ihr stationär? Bereich hat ja in Aufmerksamkeit besonders gewonnen. Ja. Jetzt im Rahmen von Covid jetzt auch nochmal, wo viele auch gesprochen haben. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu Absolut, da hatten wir sprechen. einiges auch in dem Dienst. Also diese, ich sag mal, Immunthrombosen, die es letztendlich sind, also die uns hier das ganze Endothel, sage ich mal, unsere Schutzschicht kaputt schießen, um es mal einfach zu sagen. Und dann eben mit schweren Mängeln reaktiv mit Antithrombin, also dann erworben, wo dann noch gewisse Antikoagulantien eben nicht mehr möglich sind, aber trotzdem eine Antikoagulation hier und da notwendig ist. Also wir sind irgendwo immer gefragt bei diesen Themen und machen auch gerne mit. Und ja, ich denke, wir sind auch ganz offen. Super, dann tauchen wir einmal ein. Wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr gerne einmal in die Comments bei YouTube reinsetzen. Die könnt ihr in die WhatsApp-Gruppe oder in die Silo-Gruppe schicken. Da habt ihr den Link ja per E-Mail bekommen und der YouTube-Comment-Bereich ist ja ohnehin frei. Super, dann übergebe ich Ihnen das. Ich mache die Ja, Slides an und. wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank für die nette Einladung, auch in dem Kreis hier referieren zu dürfen. Ich bin dem gern nachgekommen. Nach der kleinen Vorstellungsrunde, ja, das gehört leider auch zu oder muss eben dazu gehören, die Disclosures. Nicht, dass Sie denken, ich habe hier irgendwelche Aktien von irgendeiner Firma. Das ist nicht der Fall, aus dem pharmazeutischen Bereich. Aber wir haben natürlich mit einigen zu tun, auch aus verschiedensten Gründen. Das andere ist, was will ich Ihnen heute, sage ich mal, präsentieren? Es gab schon im Vorfeld einige Fragen, auch aus Ihrem Bereich, auch von anderen Kollegen. Die habe ich versucht, sage ich mal, auch in diesen hoffentlich praxisnahen Vortrag einzubauen. Ich habe Ihnen auch eine Kasuistik mitgebracht. Das hatte ich auch mit Herrn Hashemi schon im Vorfeld besprochen, die aus meiner Sicht eigentlich die Dramatik eines solchen Geschehens wie eine Lungenembolie uns nochmal vor Augen führt, um was es da geht. Ich glaube, das haben Sie alle schon erfahren. Dann ein bisschen auch Diagnostik-Therapiestrategien, bevor wir auf diese Gerinnungsproblematik, sage ich mal, kommen, Thrombophilie, bei wem nicht, was können wir damit anfangen, was können wir vor allem auch nicht mit anfangen, das ist auch wichtig.
Und dann auch eine ganz wichtige Frage zum Schluss, Faktoren für eine verlängerte Sekundärprävention. Da spielt die Gerinnung sicherlich auch eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Und viele klinische Dinge, die Sie auch kennen, sind da sehr wichtig. Auch nochmal ein Part Antikoagulantien wird gewünscht, ein bisschen Akuttherapie, was machst du danach? Auch diese klassische Frage nach der APTT, ich habe sie nochmal mit aufgenommen. Es ist ein Evergreen. Wir versuchen das auch immer in den Gerinnungskonseilen, die wir auch im SAP stellen, auch dann auch zu besprechen, damit auch wirklich alle auch da auf einem Wissensstand sind. Gut, Vorstellungsrunde war gewesen. Hier nochmal das, was wir tun. Wirklich, der kassenärztliche Sitz ist immer ortsgebunden. Ja? Also das heißt, im Prinzip sind wir vorwiegend in Mitte. Also auch die Diagnostik, was wir machen, was wir in Mitte selber alles machen können, machen wir auch selber, betreuen wir. Das Besondere ist, dass wir es eben auch als transfusionsmedizinischen Sitz machen. Das heißt, wir können Labor und das, was wir am Patienten machen, eben zusammen abrechnen. Das ist halt hochattraktiv und nicht nur Labormedizin oder nicht nur internistische Leistungen, auch wenn wir von der Ausbildung Internisten sind, aber das nützt dann nichts für den Sitz. Das ist für die, die uns da mal suchen, wer das Kaffee Schneider kennt, seit gestern wieder eröffnet. Also man darf zumindest einen Kaffee trinken, aber nicht diese langen Schlangen mehr bilden, darf dort auch mal gern vorbeikommen. Dann für viele, die im Internet auch mal hin und wieder scrollen und uns suchen. Was den Gerinnungsdienst betrifft, hier sehen Sie auch die Aufteilung. Wir haben auch sogar eine Vor-Ort-Präsenz. Also wenn es mal dringend ist, sind auch Leute hier im CVK vor Ort. Selbst wenn der Gerinnungsdienst aber jetzt nicht da ist, das kann man absprechen. Aber vieles können wir eigentlich auch durch diese sehr gute SAP-Dokumentation wirklich schriftlich auch gut hinterlegen, ohne dann direkt vielleicht vor Ort sein zu müssen. Wie man auch sowas anlegt, zentrale Nummer, haben wir jetzt alles so seit praktisch 3-4 Jahren gut etabliert. Ja, Berufsverband, wer es den interessiert, also wer noch kein Hämostasiologe ist und noch mehr werden will, darf gern bei uns Mitglied werden. Klein, aber fein, haben eine Stimme, wie übrigens der internistische Berufsverband, auch bei der KBV, bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und zum Bundesministerium für Gesundheit, habe ich ja gesagt, sind wir auch Ansprechpartner, wenn diese Fragen sind und nicht unbedingt nur die Fachgesellschaft. Gut, Epidemiologie, das ist ja immer die Frage, wie oft kommt denn so ein Phänomen vor? Also für uns ist immer wichtig, auch diese Daten mal zu transportieren. Klar, es gibt ja den Weltthrombosetag, 13. Oktober jedes Jahr. Da kann man auch diese Dinge sich hier auch vor Augen führen. Ich sage mal hier die Zahl, die wir hier sehen, mit den Todesfällen für die Lungenembolie, 20.000 bis 30.000. Ich denke, das ist eher unterschätzt. Wir haben auch Quellen, die teilweise von 50.000, 55.000 Lungenembolietoten allein in Deutschland ausgehen. Ja, also wir sind so knapp 83 Millionen Einwohner hier in Deutschland. Das heißt, so eine Stadt wie Potsdam ist jedes Jahr tot. Nur durch Lungenembolie. Also das ist für mich schon beeindruckend. Ja? Und 200.000 haben es dann doch noch zusätzlich, die es überleben. Also wir wissen ja, jeder Fünfte verstirbt dran. Jeder Fünfte? Ja, das ist die Mortalitäts- oder Letalitätsfaktor. Das ist nicht wenig. Und ich zeige Ihnen auch mal so einige Fälle vielleicht und auch einige Hintergründe, wo das eben besonders häufig der Fall ist. Und hier so, schauen Sie sich mal die Todesfälle in Europa an. Das ist eine 500.000. Also bei Covid sind wir jetzt schon auch über die 500.000 mit Todesfällen weltweit. Also nur mal, um die Dimension aufzutun. Also beides ist schlimm, also um Gottes Willen. Also ich will hier keine Erkrankung da ausnehmen, aber das sind schon die Zahlen. Und das ist für Sie mal. Berlin-Brandenburg ist ja im Wachstum, wie wir ja wissen, ne? 20.000 bis 30.000 Neuzuzüge, auch gerade in Berlin. Bevölkerung Berlin-Brandenburg aktuell zu 6 Millionen. Und wir lernen ja auch eins, die zweithäufigste Todesursache sind jetzt Tumoren geworden, also bösartige Erkrankungen. Und das ist unsere Prognose. Tumor und Thrombose hängt noch zusammen. Ich zeige es nachher nochmal. Altenwirchow. Um es mal einfach zu sagen, das will ich aber in dem Vortrag gar nicht so intensiv eingehen, weil das ist eigentlich nochmal ein eigenes Thema. Die Tumoren missbrauchen die Blutgerinnung zum Wachstum. Das heißt, die brauchen ja Angiogenese, die wollen ja unseren Körper konsumieren, also wird die Gerinnung missbraucht. Und wir sehen halt hier, dass diese Tendenz zunimmt und wir schätzen, dass wir im Jahre 2030, also in 10 Jahren, also wenn ich dann vielleicht aufhören darf, bei 50.000 pro Jahr sind. 50.000
Thromboembolien mit Lungenembolien in dieser Region Berlin-Brandenburg. Also die Arbeit wird nicht weniger. Also wer sich mit dem Thema jetzt schon mal beschäftigt... Und davon sind dann 10.000 dann versterben an der Lungenembolie. Wenn das alles Lungenembolien wären, ja, aber wir sehen halt, es gibt ja auch nur mal eine proximale Thrombose oder eine distale oder auch an anderer Stelle, aber wir wissen, beim Tumorpatienten kann man ganz klar sagen, verstirbt jeder Siebte nicht am Tumor, sondern an der Lungenembolie. Diese Zahl hat sich eigentlich nicht geändert. Also wir sehen halt, dass wir hier mit Tumor und Thrombose immer noch zu tun haben. Ja, und das kommt auch noch dazu, 10% noch Blutungen, weil das auch noch, kann beides machen, so ein Tumor, wollen wir nicht auf die Details eingehen. Das ist für mich mal wichtig, dass Sie einfach mal sehen, in welchen Größenordnungen wir hiermit zu tun haben. Ja, und das ist vielleicht für mich ein ganz interessanter Fall. Ich habe den eben mal mitgebracht, wir hatten den auch schon mal als Poll-Fall aufbereitet, auch besprochen auf anderen Konferenzen. Sie sehen hier also ein 43-jähriger Patient, hat ein Schädel-Hirn-Trauma, war männlich, konnte operativ gut versorgt werden. Ja, Patient ging dann zwei Wochen später in die Reha, also es geht ja heute immer schneller. Es waren, sagen wir mal, einige Frakturen, aber jetzt keine schwerwiegenden. In der Reha angekommen, zunehmende Schmerzen, erstmal im linken Bein, dann war es im rechten Bein. Zu Beginn der Phasen gab es dann auch noch einen asystematischen Schwindel erstmal. Kann ja immer alles sein, wie wir wissen, ohne Luftnot. Patient wurde aber immer eingetrübter. Ja, und dann ist dann eine Heparintherapie begonnen worden. Gehen wir noch kurz drauf ein. Verstirbt aber dann 4 Wochen nach Ereignis plötzlich ganz spontan. Es liegt dann morgens trotz, sagen wir, einer Antikoagulation tot im Bett. Die Frage ist natürlich, was ist denn hier so falsch gelaufen? Die Antwort kommt dann später im Vortrag. Ich will Ihnen aber nochmal zeigen, was so unter Heparintherapie verstanden wird. Der Patient ist 72 Kilogramm. Clexane, das ist niedermolekulares Heparin, 0,7 oder jetzt 7000er mit der neuen europäischen Deklaration, zweimal täglich subkutan, ist erstmal richtig, ist auch nicht nierenfunktionseingeschränkt, hat auch sonst, sagen wir, keine schwerwiegenden Begleiterkrankungen. Dann wurde von der einen Klinik im Klinikum A umgestellt, schon mal auf ein unfraktioniertes Heparin. Ist jetzt eigentlich nicht so sinnvoll, aber gut, kann man machen. Die Dosierung ist natürlich schon mal nicht so optimal, weil wenn Sie rechnen, 12 bis 14 Einheiten bei 72 Kilogramm, müssten das schon mal 1000 bis 1100 sein. Also ist eigentlich auch gefühlt, so wie Sie es auch schon hier sehen, eigentlich zu niedrig. Die PDT darf sich eigentlich unter niedermolekularen Heparin gar nicht auslenken, ist aber trotzdem ausgelenkt, bleibt auch so, nicht so ganz. Muss mal gucken, wie auch der Grenzwert ist. Thrombozyten fallen jetzt auch nicht ab, also Richtung HIT oder heparininduzierter Thrombozytopenie 2 gibt es eigentlich auch keine Veränderung, aber immerhin, die Heparindosis wird mal gesteigert auf 850 im Klinikum C, das ist dann C für Charité. Aber einen Tag später ist der Patient dann doch verstorben und ein pathologisches Gutachten liegt dann vor. Erstmal hier die dann auf dem entsprechenden Bein diagnostizierte Thrombose hier noch zu sehen. Also man sieht auch die Schwellneigung, also ist auch eine klinische Symptomatik da. Hier der entsprechende Ultrasound, also dieser Abbruch des Flows ist gut zu sehen, auch in der Kompressionssonographie. Ja, und das ist halt der Thrombus, den man dann aus der Lungenarterie herausnimmt, und zwar aus beiden. Das ist schon massiv, also man sieht praktisch, beide sind fast komplett verschlossen. Das ist natürlich nicht lange mit dem Leben vereinbar und deswegen ist er gestorben. Jetzt ist die Frage, trotz anscheinend suffizienter Antikoagulation eine Lungenembolie entwickelt. Ja, also ich meine, von der Dosierung kann man jetzt ein bisschen streiten. Ich will da jetzt auch keinen Vorwurf machen. Also daran wird es auch nicht gelegen haben. Das werden wir auch nachher sehen. Was ist die Ursache? Und das beantworte ich Ihnen später im Vortrag, weil ich muss Ihnen ja noch ein paar Krankheitsbilder vorstellen. Aber das schon mal als für Sie zum Entree so ein bisschen die sportliche Aufgabe, mal mitzudenken, woran es gelegen haben könnte. Und ich will mal ins Jahr 1853. Das ist für mich wirklich ein, ja, aus hämostasologischer Sicht ein bedeutendes Jahr, für andere weniger. Ja, ich meine, 1848 werden vielleicht mehr andere kennen, Hambacher Fest, aber die Virchow'sche Trias, das ist Herr Virchow, der hat hier gewirkt an der Charité.
Der hat auch vieles gemacht, auch das Berliner Kanalsystem, ne? Also was heute ja mühsam jetzt renoviert wird und repariert wird. Aber er hat uns Folgendes hinterlassen, die sogenannte Virchow'sche Trias. Er hat beschrieben, warum eigentlich Thrombosen entstehen. Und wenn man sich so die klassischen Dinge hineinschaut, sieht man eigentlich sehr schön, hier sind die Dinge eigentlich sehr gut zusammengefasst. Eigentlich Schädigung der Gefäßwand, ganz klar, Trauma haben wir ja mitbekommen, OP war auch beim Patienten, ne, Tumor lassen wir mal aus, aber ungefähr 30-40% der unprovozierten venösen Thromboembolien haben einen Tumor als Hintergrund. Das heißt also schon die Genese zu erfahren, wie entsteht das, warum ist das entstanden, ist für uns der erste Schritt in eine echte Diagnostik. Das heißt, das sollte man schon prüfen. Wie viel, was sagen Sie, Virusinhalte? 30-40% der unprovozierten Lungenembolie, das gilt fast für alle Altersgruppen. Wir haben natürlich dann schon maximal, ein Beispiel zum Beispiel für uns Männer, so Mitte 60, Anfang 70, Prostatakarzinom. Wir wissen, dass 60% der Männer im Laufe des Lebens ein Prostatakarzinom entwickeln. Und selbst ein Frühkarzinom, was noch in der Kapsel ist, kann schon thrombogen sein. Dann haben wir auch andere Tumoren, also brauchen wir nicht durchgehen. Sie können jetzt sehen, dass ja auch auf Ihrem Campus, Sie haben eine große Hämatologie-Onkologie hier, auch andere Tumoren bei Frauen, Mammakarzinom natürlich der Klassiker. Also diese häufigsten sollte man erstmal denken. Ne? Also wenn man einen in einem bestimmten Alter hat, gehört das schon mal dazu, auch nach der Vorsorgefrage, ne? Dass die zumindest mal durchgeführt wurde, das bringt schon erste Hinweise. Das nächste ist natürlich, wir haben Zirkulationsstörung, das heißt, das Blut fließt nicht ab. Also Mobilitätsverlust, das ist das meiste. Mobilität wird so definiert, dass man sagt, eigentlich 6 Stunden am Tag auf den Beinen. Also ich schaffe es auch nicht so ganz. Also ich bin jetzt auch nicht immobil, aber das ist mal schon eine Hürde. Also für uns auch schon ein Ansporn, daran zu denken. Und das heißt, Patienten, die also Grunderkrankungen haben und diese Mobilität verlieren, sind da gefährdet. Ja? Denken Sie auch mal die Covid-19-Patientin, ja? Also wenn die in eine Beatmungssituation kommen und dann noch die Bauchbeatmung mit Wendung, einige teilweise 2, 3, 4 Wochen, bevor sie dann vielleicht, wenn sie es dann schaffen, entwöhnt werden, das sind schon prothrombogene Faktoren, ohne dass wir wissen, was in der Gerinnung per se schon gestört ist. Das andere ist auch der Gefäßinhalt. Dann kommen wir ins Spiel, sage ich mal, da kommen wir Gerinnungsheinis oder Blutfritzen, sage ich mal, die dann auch mal danach schauen ein bisschen. Und da habe ich Ihnen auch mal Dinge hier mal mitgebracht, die aus meiner Sicht ein hohes thrombogenes Risiko nach sich ziehen können. Ich habe auch einige für Sie auch jetzt in Folge nochmal zusammengestellt, die auch wirklich gefährlich sein können. Auch das andere Hyperviskositätssyndrom, auch mal dran denken, ja, die Paraproteinämien, ja, Morbus Waldenström, die haben so viele fehlgebildete Proteine, die haben plötzlich Ausfälle, Sehausfälle, selbst arteriell, die dann auch wieder reversibel sind, wenn sie halt die Viskosität senken. Ja. Also das sind auch durchaus Faktoren, die man hier berücksichtigen sollte. Also nochmal dran denken, immer wenn man rangeht, diese Virchow'sche Trias, ist da was, sag ich mal, am Gefäß kaputt? Kann das Blut fließen? Kann es nicht fließen? Und was ist im Gefäßinhalt verändert? Oder gibt es noch zusätzliche Faktoren, natürlich durch Medikamente, Iatrogen, da haben wir ja auch ein paar Kandidaten, die halt hier auch Probleme machen können. Nun zur Diagnostik. Ich gehe jetzt nicht mal auf die Thrombose ein. Es gibt auch einen Weltscore für die Lungenembolie. Sollte man immer mal da haben, vereinfachte Version ist vielleicht ganz gut. Sie fragen hier einige Dinge ab. Ist doch klar, wenn hier, sagen wir, einer schockig wird, ein Schockindex zunimmt, muss man an so ein Geschehen denken. Wenn noch Blut gespuckt wird, ist es auch durchaus, wenn kein Tumor da vorhanden ist, eben auch zu berücksichtigen. Und Sie sehen allein der Tumorerkrankung, selbst wenn man sagt, naja, der ist in Remission, aber dann ist der auch noch nicht geheilt. Und wir wissen, Remissionen können eben schon bedeuten, dass immer noch eine Restaktivität da ist, auch 1, 2 Jahre nach Ereignis. Ja? Also auch das ist ein Risiko. Das ist eine wichtige Angabe für uns, weil wir dann auch, sage ich mal, auch wenn wir dann die Entscheidung treffen müssen, wie lange gibt man Antikoagulation oder mit welchem fängt man an, müssen wir auch schauen, weil nicht alle die gleiche Evidenz haben. Die klinischen Wahrscheinlichkeiten sehen Sie hier, das wird im Score-System gemacht und es gibt auch andere, es gibt den revidierten Genfer Score, da war der Kollege Konstantinidis noch dabei, den wir vorhin auch erwähnt hatten, bevor wir hier zugeschaltet sind, aus Mainz. Er ist auch in der Leitlinie der ESC drin, also der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, die eigentlich auch immer eine sehr praxisnahe Leitlinie machen. Auch die Mareike Langkeit hier nicht zu vergessen, auch hier vom Campus Virchow, die auch da aktiv sind. Das vielleicht nochmal ganz gut.
für Sie einfach zusammengefasst. Wir haben ja praktisch zwei Szenarien, das heißt den Kreislauf instabilen Patienten, also wo wir akute Maßnahmen treffen müssen. Ich sage mal ganz salopp, an der S-Bahn kollabiert und kommt dann bei Ihnen akut an in der Rettungsstelle. Das wäre eine instabile Lungenembolie. Also hier haben wir nicht mehr viel Zeit für auch gewisse Diagnostik. Hier muss gehandelt werden. Wir müssen auch gucken, ob Rechtsherzbelastungszeichen dabei sind. Das können Sie ja sehr schnell erkennen. Gerade auch in der Echokardiographie selbst orientieren, haben Sie sehr schnell eine Info. Und dann müsste sich eigentlich schon... Da machen wir übrigens in, ja, Anfang September eine Fortbildung zur echokardiographischen Erkennung der Rechtsherzbelastung. Super, ja. Wunderbar. Also toll. Also da kann ich nur sagen, wir sind sehr froh, hier auch die hohe Qualität auch von Ihrer Kardiologie hier zu haben. Wir schätzen auch in Mitte, auch im Virchow, weil das sind Dinge, auf die wir dann schnell zurückgreifen können. Und da muss ich sagen, läuft das mit den verschiedenen Diensten eigentlich auch ganz gut. Dadurch, dass wir SAP haben, sehen wir ja, was schon angeordnet ist, was läuft. Also deswegen, man muss dann auch nicht mehr direkt vor Ort dann um irgendeine Diagnostik kämpfen. Ja, das ist für Sie vielleicht wichtig. Reperfusionstherapie heißt letztendlich eine Lyse, meistens mit Aktilyse, RTPA, irgendetwas in der Richtung, bis 100 Milligramm als Shot. Das ist dann auch indiziert. Stabile. Wie muss ich es machen? Ich bin auf Station, ja, und der Patient bricht vor mir zusammen. So, ja, ja. Im Grunde wie an der S-Bahn. Ja. So, und ich muss agieren. Was mache ich jetzt? Wenn Sie die Diagnostik schon klinisch stellen, können Sie auch schon, wenn Sie Echokardiographie machen, eigentlich einen IV-Bolus sofort setzen. Ja? Sie dürften also einen Aktilyse-Bolus sofort setzen. Eine Aktilyse, und wie viel Gewicht da? Das hängt ja ein bisschen vom Gewicht auch ab. Müssen wir rechnen. Ich sag mal, bis 100 Milligramm sind alle Dosierungen erstmal alle okay. Sie sollten aber dann auch bedenken, Sie lösen ja einen frischen Thrombus aus. Sie brauchen also auch Antikoagulanz, ja, damit das nämlich nicht irgendwo hängen bleibt und wieder selber thrombogen wirkt. Das heißt, wenn Sie dabei eine Vollheparinisierung mit UFH oder selbst mit NMH beginnen würden, wäre es auch korrekt. Meistens werden Sie sicherlich eher UFH wählen, also unfraktioniertes, trotz des höheren HIT-2-Risikos, was ja zehnfach höher ist. Damit hätten Sie erstmal das Wichtigste getan. Dass Sie natürlich jetzt hier weitere notfallmedizinische Maßnahmen machen, das ist unbenommen. Ja, also ich gebe den Bonus von der Aktilyse und ich gebe mir Heparinblockus ab. Richtig, also das wäre aus hämostasiologischer Sicht schon mal das Richtige, das wäre korrekt. Damit machen Sie erstmal nichts falsch. Ja? Das ist jetzt die instabile, aber das sind ja Gott sei Dank der geringere Teil. Wir schätzen so 2-8%, je nachdem, was Sie für eine Quelle nutzen. Jetzt kommen wir aber zur klinischen Wahrscheinlichkeit bei einem Verdacht auf Lungenembolie. Das heißt, das Problem ist, es gibt ja sogar asymptomatisch, ja, also diese incidentellen Lungenembolie, das heißt, es wird eine Diagnostik gemacht und auf einmal, huch, Frau Schulz, Sie haben eine Lungenembolie, wie haben Sie das gewusst? Ja, das hat mir keiner gesagt, ja. Ja, die sind aber gefährlich, ja, weil die sind unprovoziert, unerkannt, und das heißt, die haben ein sehr hohes Rezidivrisiko. Das heißt, wenn man die zum Beispiel nach einem Jahr absetzen würde, hätten die im Folgejahr 20-30% ein Rezidivrisiko, nach 5 Jahren über 40-50% und einige Longitudinalverläufe über bis 10 Jahre, wissen wir, wenn die es überhaupt schaffen, bis dahin über 90%. Das heißt, unprovozierte Lungenembolien, die dann stattfinden, sollten wir ernst nehmen. Bei dem Verdacht auf Lungenembolie bei einer stabilen Situation haben wir natürlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, hier sollten Sie natürlich auch eine Fokussuche machen, auch Richtung natürlich Beinvenen, also eine Kompressionssonographie sollte auch noch dazukommen. Aber wichtig ist, Sie haben ein bisschen mehr Zeit. Sie dürfen halt hier auch mal den ersten Gerinnungstest mit einführen. Einfach gucken, ist die Gerinnung aktiviert? Die sogenannten D-Dimere sind Spaltprodukt. Aber Vorsicht, die haben für uns eigentlich einen hohen Negativ-Predictive-Value für die Ausschluss einer Thromboembolie. Ja, also den Test, den Sie hier im Labor bekommen, ist hochsensitiv, ist eine Agglutinationsmethode. Das heißt, Sie haben eine Treffsicherheit von über 99, fast 100% zum Ausschluss. Man sollte das aber auch gerade in der Anfangsphase vielleicht mal wiederholen, weil ein Geschehen, haben Sie ja immer eine Momentaufnahme, was ist in 6-12 Stunden, auch mal dran denken, diese Patienten dann nicht zu sagen, naja, ist ja negativ, da ist da nichts, ruhig mal wiederholen, ja, wenn Sie sich da auch nicht ganz sicher sind. Das andere ist, positiv kann ja auch durch andere Dinge sein, also Gerinnungsaktivierung, ich sage sie mal, Schwangerschaft, ne? Also wenn ich jetzt sag mal, hier meine Parainfluenza habe und auch ein bisschen grippeähnliche Symptome habe, habe ich auch erhöhte D-Dimere, deswegen habe ich noch keine Lungenembolie, ja? Chronische Erkrankungen, alle Leute mit chronischen Erkrankungen, Hepatopathien, Nephropathien machen erhöhte D-Dimere, deswegen
ist das immer nur mit einer begrenzten Aussage. Wenn der Wert erhöht ist, können Sie nicht eine Erkrankung prädiktieren. Sie können nur sagen, wir haben eine Gerinnungsaktivierung, aus welchen Gründen auch immer. Die anderen Dinge, denke ich, sind klar. Bestätigung ist halt immer dann wichtig, wenn Sie halt im ersten Moment nicht fündig werden, vor allem wenn Sie auch den weiteren klinischen Verdacht haben, dass das nicht ganz ausgeschlossen ist. Gut, das sind nochmal die Dedimers. Ich hatte es ja einfach gesagt. Eigentlich ist es bei, wenn eine Sintigraphie eindeutig ist, ein bildgebendes Verfahren eindeutig ist, brauchen Sie keine Dedimere. Ja? Das können Sie gerne machen, aber den Test können Sie sich eigentlich schenken. Es geht eigentlich nur um diese Fälle, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Außer für einen Radiologen, ne? Ja, aber auch das, Sie sehen es ja auch, es ist ja nicht gefordert. Sie sehen ja auch, gucken Sie mal hier, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, da gehen wir nochmal hier zurück, keine Dedimere. Wo denn? Also ich meine, wissen Sie, jeder darf sich was wünschen, auch der Radiologe, ich habe nichts dagegen. Aber das ist eben nicht leitlinienkonform. Ja? Also das müssen Sie nicht tun. Dass Sie das mitmachen, können Sie ja gerne machen. Problematisch ist dann nur, wenn Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben und der Dedimer-Test ist negativ. Ja? Dann muss man gucken, war die Präanalytik richtig, wo ist abgenommen worden, was ist da passiert, ist die Probe vielleicht auch verdünnt worden. Ne? Sie wissen ja auch, bei gerade den Gerinnungsräuschen muss dieses Citrat-Mischungsverhältnis stimmen, 1 zu 10. Dann haben Sie ein Problem, ja? Dann werden wir ja meistens angerufen, dann müssen wir das dann erklären. Aber verstehen Sie, eigentlich holt man sich dann nur eine Größe rein, die man eigentlich nicht braucht, die auch nicht notwendig ist, dass wir sie brauchen. Und deswegen sage ich mal, in dieser Situation kann man eigentlich darauf verzichten. Gut, das ist für Sie wichtig. Und hier sehen Sie auch ganz klar, das sind die aktuellsten Empfehlungen, national wie international. Ja? Vielleicht guckt auch ein Radiologe mal den Podcast, dann haben Sie eine Chance. Gut, jetzt geht es aber weiter. Jetzt haben wir aber auch, nachdem wir wissen, das ist eine Lungenembolie, sagen wir mal, das haben wir jetzt erreicht mit diesem Stufenkonzept. Und dann wollen wir natürlich wissen, wie gefährlich ist die denn? Sie haben ja auch gesagt, naja, Mensch, da versterben ja bis 20%, war mir nicht so bewusst. Ja klar, woran hängt das? Und das will ich Ihnen nochmal sagen. Deswegen gibt es hier ein Simplified Pulmonary Embolism Severity Index. Das ist also wieder ein Score. Das heißt, der sagt mir was, wie schwer ist denn die Lungenembolie, mit der du zu tun hast? Da ist auch noch kein Gerinnungstest. Sie sehen auch, Dedimer spielt überhaupt keine Rolle. Aber das sind schon wichtige, eigentlich aus meiner Sicht schon erste Gerinnungsparameter. Also Alter, Tumorleiden aus besagten Gründen. Chronisch-pulmonale Erkrankung. Also wenn hier einer mit einer COPD ankommt, der ist schon mal anders zu werten als jemand ohne das. Ja? Dann auch Schockindex, dann auch die Sauerstoffsättigung. Relativ einfach für Sie. Ja? Und dann schauen Sie sich mal an, wenn ich den Score hier so um 0 halte, ist das um 1%. Naja, kann immer noch einer von 100 sterben. Wenn Sie aber schon bei 1 sind, sind Sie schon bei 10,9. Ich weiß nicht, ob es mit dran habt, also staffelt sich dann ähnlich wie beim Chat 2 Vascor, na, sind Sie dann auch bei 30-40% Letalität. Also das summiert sich. Sie kommen dann also ganz schnell in den zweistelligen Prozentbereich ein. Und das heißt, wenn Sie einen solchen Patienten haben, sollten Sie auf jeden Fall größte Aufmerksamkeit walten lassen. Der hier ist auch gefährdet. Ich will jetzt nicht sagen, Sie können sich jetzt zurücklehnen und Kaffee trinken, aber der hat natürlich weniger Aufmerksamkeit zu fordern. Es gibt dann noch diese Hestia-Kriterien, das sind andere, sag ich mal, Kriterien. Man kann die auch im ESC nachlesen. Ich sage immer Folgendes. Also wenn einer eine Lungenembolie trotz Antikoagulation bekommt, das ist ja gerade unser Fall hier gewesen, oder sie wird größer. Ja, die Beinvenenthrombose erstmals da, die wird anbehandelt und jetzt kommt plötzlich da Hinweise auf eine Lungenembolie dazu. Dann ist höchster Handlungsbedarf. Dann muss noch mehr dahinter stecken. Ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel, eine Zahl. Wenn Sie zum Beispiel einen Patienten mit einem aktiven Tumor haben und Sie machen zum Beispiel eine optimale Antikoagulation, das sagen ja auch die DOACs, naja, wir haben auch super Zahlen und so weiter. Ja, wenn Sie sich mal anschauen, die ersten Vergleiche waren ja mit dem klassischen Vitamin-K-Antagonisten, trotz guter Einstellung, Time to Range über 90%, wunderbar INR 2 zu 3, haben alle im Folgejahr trotz voller Antikoagulation 30% kriegen da eine erneute Thromboembolie. Und das ist schon gut eingestellt. Deswegen waren ja die niedermolekularen Heparide, wo sie das fast auf 10% gedrückt haben, schon sehr gut. Deswegen haben die auch immer noch die Zulassung. Und dann kamen die DOACs und zeigen, naja, wir können noch ein bisschen mehr, aber
ist auch nicht bei Null, das ist auch dann je nach Tumorart auch nicht viel niedriger. Und Sie haben vielleicht auch ein bisschen das höhere Blutungsrisiko, gerade bei gastrointestinalen Tumoren. Oder Sie kriegen unter Antikoagulation, vor allem wenn da noch Heparin im Spiel ist, das hier. Ja, also ein HIT-2. Ja, vielleicht auch noch symmetrisch parallele Lungenembolien. Ist ja nicht normal. Ja, sollte man schon gucken, warum gehen denn beide Pulmonararterien zu? Ja, ist schon auffällig. Also das sind dann noch weitere klinische Gründe, wo wir praktisch aufpassen sollten, wo wir besonders gefährdete Patienten sehen. Wir wissen auch, dass auch eine Kreatinin-Clearance unter 15 macht ja auch für gewisse Antikoagulanzien schon Probleme, auch hier prognostisch auch ein Nachteil ist. Ja, und dann sehen Sie das auch hier sehr schön wieder in den Farben, niedrig, intermediär hoch. Sie sehen also dieses hohe über 15%, dann sind wir bei dieser Gesamtzahl von 20%. Und das Problem ist meistens, dass wir vielleicht erstmal hier beginnen und der Patient geht dann immer mehr in diese Richtung. Weil diese Dinge können ja auch während des stationären Aufenthaltes eben noch dazukommen. Das sehen Sie ja vorher nicht. Ja? Deswegen ist halt auch dieses Monitoring bei diesem Patienten so wichtig. Ja? Dass er einfach diese Funktionalität nicht aus dem Auge lassen. Und da sind wir noch nicht bei der Thrombophilie-Diagnostik. Da kommen wir aber noch. Gut, für Sie nochmal Original-PESI-Score. Gucken Sie es mal an. Kategorie 5. Also die haben noch den Original-Score. Der Simplifizierte macht das auf einen Punkt. Schauen Sie sich mal an, wie man da schnell hochschießt. Also das heißt, wir können Letalität mit klinischen Größen vorhersagen. Das ist das Fund, was Sie haben. Da können Sie schon ganz viel sagen. Also wenn ich so ein Konsil mal bekomme, selten, dass mir einer den PESI-Score nennt, bin ich ganz begeistert. Sage ich, wunderbar, sind wir uns so einig, was zu tun ist. Ja? Dann sehen Sie eben, wie akut das Geschehen ist. Und das andere ist natürlich, jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Da haben wir auch wieder einen Algorithmus, klar, der ist hier jetzt aus den EST-Guidelines, das ist der neueste. Der sollte ja bis in Paris so bearbeitet werden. So viel ist da jetzt nicht passiert, aber der gilt immer noch. Man sagt dann, naja, wie lange machst du Antikoagulation? Welches wählst du? Was hast du auch für Folgeschehen? Ja? Man muss ja auch davon ausgehen, die Lungenembolie ist natürlich ein akutes Geschehen, aber was passiert denn in der weiteren Zeit? Was passiert mit uns weiter, wenn wir eben diesen Patienten weiter betreuen? Und hier müssen Sie eben ganz klar schauen und Sie haben das Thema schon richtig angesprochen. Ich sage mal ganz salopp, gibt es persistierende Rechtsherzbelastungszeichen? Da gibt es ja eine ganze Reihe. Für uns natürlich ein gutes Kriterium, pulmonale Hypertonie, also wenn wir über einen gewissen Schwellenwert kommen, das ist ja vielen auch nicht bekannt, zu sagen, naja, wieso, mein Blutdruck ist doch gut, sonst fühle ich mich auch gut. Der mittlere arterielle Blutdruck ist auch gut, wunderbar. Aber was ist der im Lungenkreislauf? Das ist der limitierende und diese Information ist sehr, sehr wichtig. Und hier sehen Sie halt auch, dass dann zum Teil auch ein Perfusionsscan, selbst wenn das mal abgeschlossen ist, durchaus weiterreichende Informationen liefern kann. Nicht nur die Echokardiographie. Also beide Verfahren zusammen sind dann sehr gut, um diese Patienten zu identifizieren. Und das ist eine Zahl, die habe ich dann auch mitgebracht, die kann man nicht oft genug sagen. 50% der Patienten haben noch ein Jahr nach einer Lungenembolie, egal ob provoziert oder unprovoziert, noch eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Das liegt aber nicht nur eben wirklich an echter pulmonaler Hypertonie, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist vielleicht, das wissen wir nicht so ganz genau, vielleicht ein Drittel davon, vielleicht auch weniger, ist aber auch noch eine Menge. Viele sind nach der Lungenarterienembolie, da gibt es hier auch Untersuchungen von den Psychiatern mit den Psychologen, die haben auch Indizes und auch Scores erstellt bezüglich depressiven Verhalten. Die sind in einer Phase, weil sie ja praktisch Angst hatten um ihr Leben. Viele, die dann Symptome hatten, können das ja nicht erklären, das ist ja wie ein innerer Erstickungstod, rutschen da teilweise 30-40% in eine depressive Phase. Das ist nicht wenig. Und das sind auch die, die wir halt hier reinholen. Ja. Für mich ist es eine ganz einfache, simple Frage, wenn ich die ambulant sehe. Ich frage die immer, sind sie immer noch in der Lage, viele wohnen ja auch hier in Berlin, sind ja meistens noch Mietsverhältnisse oder Eigentumswohnungen ohne Fahrstuhl, die müssen dann halt auch ihre Etagen gehen. Sage ich, schaffen sie denn ihre 2 oder 3 Etagen wieder so hoch zu gehen wie vor der Lungenembolie oder nicht? Das ist eine ganz gute, einfache Frage. Und da kriegen sie erstaunliche Antworten. Viele sagen, kein Problem, ich mache auch schon wieder meinen Waldlauf, brauchen Sie nicht weiterfragen. Der ist hergestellt. Ja? Aber oder da kommt der Nächste und sagt, naja, wenn Sie mich so fragen, na, 2-mal muss ich mit der Einkaufstüte schon anhalten. Und dann haben Sie schon die Patientin, die eben halt hier in diese Kategorie mit persistierenden Rechtsherzbelastungszeichen hineinfallen. Und
Ja, das ist vielleicht für Sie wichtig. Das haben wir schon besprochen. Können Sie in Ruhe durchlesen. Ich will das auch gar nicht so sehr hier ausführen, weil Sie wollen auch ein bisschen mehr noch was zur Gerinnung hören. Wichtig ist, bei niedrigem Risiko kann die Behandlung mit der Lungenembolie ambulant erfolgen. Das heißt, die natürlich instabil sind, braucht man nicht zu reden. Da folgen sogar die Holländer, die ja immer sehr hausarztnah und ambulant waren. Die waren ja die Ersten auch mit diesem ambulanten Konzept. Und wichtig ist halt, was wir noch haben, dass Patienten mit eben Einschränkungen auf jeden Fall einfach dieser Diagnostik zugeführt werden sollte. Das heißt, wir sollten schauen, ob wir hier Anzeichen haben für eine Chronifizierung von Rechtsherzbelastungszeichen. Definitiv ja. Was aber auch genauso wichtig ist, also wenn die Beschwerden dabei sind, ja. Selbst wenn das mal in der Vorgeschichte war, dann bitte nicht die Diagnostik. Ja? Also wir wollen die Fachsprechstunden hier auch nicht überfüllen. Ja? Gut, Antikoagulation, vielleicht auch das nochmal für Sie. Sie wissen, es gibt Vitamin K-Antagonisten, Heparine, sind auch seit den 30er Jahren, aber auch erst in den 40er Jahren sind die eingeführt worden. Dann kamen hier auch die niedermolekularen Heparine dazu, die ersten oralen Antikoagulanten seit 2011, also auch schon seit 9 Jahren, die NOACs oder eben auch die DOACs, also die direkt wirkenden oder nicht Vitamin K-abhängigen oralen Antikoagulantien. Für Sie ist wichtig, und das bitte auch nochmal, ich komme auch nochmal auf die PDT rein, ich gehe jetzt mal mehr in die Akutsituation, wo wir ja eher häufig mit dem Unvakzinierten oder mit dem niedermolekularen Heparin anfangen. Wichtig ist für Sie, das sind indirekt wirkende Antikoagulanzien, das heißt, die brauchen Antithrombin. Antithrombin ist deswegen so wichtig, weil die praktisch die Hemmung von Thrombin um den Faktor 2 bis 3.000 beschleunigt. Also wenn Sie hier irgend sowas reingeben und das kann nicht wirken, weil Antithrombin zu wenig ist, ist die Antikoagulation ineffektiv. Ja, da können Sie auch eine PDT wünschen beim Unfraktionierten, die wird nie erfüllt werden. Ja, und das ist im Verhältnis 1 zu 1. Nur bei den Niedermolekularen ist dieser Effekt ein bisschen mehr zur Seite der Faktor 10a-Hemmung geswitcht, also ein bisschen anders. Das ist auch die oralen Antikoagulanzien bis auf Dabigatran, das ist ja ein direkter Thrombinhemmer. Hier sind die 10a-Hemmer, die Xabaner, also Apixaban, Eliquis, Xarelto, Rivaroxaban, Lixiana, Edoxaban. Und das ist das Interessante, die können halt 10a-Hemmung machen, aber nicht mehr. An anderen Stellen der Gerinnung greifen die nicht an. Und das Wichtige ist, und das ist vielleicht auch wichtig, dass auch der thrombusgebundene Faktor 10a auch sogar inhibiert wird. Deswegen zum Beispiel beim Eliquis dürfen Sie sogar bis 24 Stunden nach einer Operation erst mit der Thromboseprophylaxe anfangen. Ja, also zumindest bei den Hüftoperationen oder bei den orthopädischen Operationen wie Kniegelenksoperationen. Sie sehen also, wie hoch dieses Bindungsverhalten ist und was das eben dann auch für eine klinische Auswirkung haben kann. Und das ist auch vielleicht wichtig. Vitamin K-Antagonisten hemmen ja relativ gleichmäßig. Das sind Impulsantikoagulanzien. Das heißt ja, Maximum nach 3, 4 Stunden dann fällt das ab. Und das sind sich niedermolekulare Heparine wie auch die NOACs oder DOACs ähnlich. Das heißt also, wenn Sie da Konzentrationsbeschreibungen machen oder Aktivitätsmessungen, müssen Sie wissen, machen Sie das im Maximum oder im niedrigen Spiegel, also im Draft Level. Ja, und das sind einfach die Sachen, die Sie halt hier berücksichtigen müssen. Das ist nochmal, um Sie ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, die Zulassungen. Können Sie sich einfach mal durchschauen. Sie sehen halt, wir haben auch orale Antikoagulantien, die Sie auch einsetzen können für die tiefe Beinvenenthrombose. Aber bei zwei brauchen Sie trotzdem noch den Lead-In mit Heparin, bei anderen zwei eben nicht. Das muss man sich auch überlegen. Die Instabilen sind auch in den Studien nicht so untersucht. Die gibt es zwar auch, aber deswegen, wenn Sie hier mit einem Heparin anfangen, ist das erstmal grundsätzlich nicht falsch. Ja? Also damit machen Sie mal nichts falsch. Das sind die verschiedenen, sage ich mal, Standard-Szenarien, die Sie haben. Früher ist da 5 Tage Heparin, kommt der Vitamin K-Antagonist, beim Dabigatran müssen Sie es auch machen, beim Edoxaban auch. Beim Apixaban nicht, das heißt, Eliquis könnten Sie mit der Dosierung starten, aber auch erstmal höher, beim Xarelto mehr. Jetzt fragen Sie wieder, naja, warum machen die 7 Tage und die 21 Tage? Gut, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt, machen Sie es wie die Dachdecker, jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber es gibt schon Daten, die zeigen, dass wir innerhalb der ersten 3 Wochen ein relativ hohes Risiko für Rezidive haben. Das muss man sagen.
Aber die haben es in den Studien gezeigt, dass die mit 7 Tagen mit der höheren Dosis anscheinend dieses Phänomen ausschalten. Xarelto war da, sag mal, konservativer. Die haben diese also ganze 3 Wochen genutzt, ist auch in Ordnung, aber das muss man eben wissen. Ja, also wenn dann einer nur 2 Wochen macht und macht dann das und zwischendrin noch Heparin, gut, das ist eigentlich nie geprüft, trotzdem kommt das vor, sollte aber nicht sein. Das andere ist jetzt unfraktioniertes Heparin. Sie wollen ja monitoren. Ich habe Ihnen mal Referenzbereiche mitgebracht, wenn Sie mal das therapeutisch einstellen wollen. Suchen Sie mal Ihre PTT aus. Hier ist die in Sekunden. Also das heißt, Sie haben ganz unterschiedliche Einstellungsbereiche. Deswegen haben wir auch hier, auch für Sie, schon seit 2010 die Anti-TNA-Monitoring, auch fürs unfraktionierte Heparin. Sie müssen es bitte nur angeben, dann wird dieser Standard gefahren, weil das muss kalibriert werden. Und da können Sie auch einstellen und da richten Sie sich einfach nach dieser Einstellung. Und wenn Sie dazwischen liegen, wunderbar. Und Sie sind dem Störfaktor, dem eine PTT ausgesetzt ist, völlig entgangen. Und dann muss ich das, ich kenne das nur, dass man Ja. x Stunden nach Applikation das abnehmen muss dafür. Ist das noch aktuell? Ja, also es ist so, machen Sie es nicht gleich nach einer Stunde. Beim unfraktionierten Heparin können Sie sagen, wenn Sie anfangen, intravenös das hineinzugeben, 60% bleibt ja erstmal am Endothel hängen, nur 40% ist sofort intravasal verfügbar. Sagen mal, ist so nach 2 bis 4 Stunden beginnen Sie in ein Level zu bekommen, also jetzt nur fürs intravenöse unfraktioniert, also Standardheparin, wo eine erste Messung Sinn macht. Ja, besser nach 12 Stunden, dann sind Sie wirklich vielleicht in einem Steady State drin. Also Sie brauchen schon ein bisschen Zeit. Also zu sagen nach einer Stunde, Mensch, ich bin nicht in meiner Ziel-PDT, was haben wir falsch gemacht? Ne? Oder das wirkt nicht. Also erstmal ein bisschen Ruhe, sondern ein bisschen auch das auch abwarten. Ne? Und das andere ist halt, Sie müssen wissen, eine PDT ist praktisch eine Reagenz, die im Labor läuft. Das heißt also, wir haben hier eine In-vitro-Messung. Das heißt, Sie brauchen einen Oberflächenaktivator, Sie brauchen plättchenarmes Plasma, Sie brauchen Phospholipide, Inkubationszeit, Calcium ist auch drin, das kann man alles machen. So, jetzt geht es aber los. Wo kriege ich denn zum Beispiel die Phospholipide her und wo kriege ich meinen Oberflächenaktivator her? Ich habe mir das mal für ein paar Reagenzien mitgebracht. Das war auch so eine Frage im Vorfeld. Ja, also ich sag mal, der eine holt Sojabohnen, der andere holt ein bisschen Kaninchenhirn. Jeder Hersteller macht es anders. Und damit haben Sie auch eine unterschiedliche Empfindlichkeit für Gerinnungsfaktoren oder auch Aktivitäten zu erfassen. Und deswegen haben wir die Unterschiede. Und die sind leider nicht so kalibriert wie bei dem QIC oder INR, International Normalized Ratio. In Europa haben wir auch über 50 QIC-Reagenzen, aber Sie kriegen immer ein INR. Ja, egal, ob Sie jetzt, sagen wir mal, eine französische Reagenz holen, die hat, sagen wir mal, zwischen 8 und 12% ein optimales therapeutisches Fenster und die nächste zwischen 20 und 30, aber der INR wird immer mit angegeben, der wird natürlich umgerechnet, auch entsprechend vom Hersteller angegeben. Das haben Sie hier nicht. Das heißt, Sie müssen schon im Haus fragen, was haben Sie denn für PDT? Und wir haben es so gemacht, wir haben 2 PDT-Reagenzen, die mehr, sage ich mal, eins eher synthetisch ist und ein anderes, was eben auch diese, sage ich mal, Phospholipide aus mehr organischem Material zulassen und damit haben wir verschiedene Empfindlichkeiten und das sollten Sie auch nutzen und immer auch gucken, was ist Ihr Grenzwert. Ja? Zu sagen, ich brauche jetzt 60 Sekunden, ist zum Teil unsinnig, wenn Sie zum Beispiel einen Einstellungsbereich haben von 35 bis 31, da reicht Ihnen auch 45, ja? Also eine eineinhalbfache Verlängerung. Das müssen Sie auch alles berücksichtigen, deswegen ist die eigentlich nicht so geeignet und die PDT hat auch viele Störfaktoren, auf die will ich gar nicht eingehen, beim Sepsis-Patienten, beim akuten Infektionen, beim Tumorpatienten ist das also alles ausgelenkt, ja. Gut, und das Woran orientiere ich mich dann? machen Sie den Anti-TNA-Spiegel, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und messen Sie auch Antithrombin mit, damit Sie wissen, gerade bei Intensivpatienten kann ja schon mal verbraucht werden. Ja, oder Sie haben auch manchmal zu viel Heparin, dann verbrauchen Sie auch ein bisschen mehr, sonst kann das nicht wirken. Ja. Also Anti-TNA-Spiegel, so wie ich Ihnen das hier gemacht habe, ich zeige es nochmal, ich gehe nochmal zurück. Na, hier, na, Zielbereiche, Anti-TNA. Ist auch drin, ist auch in Ihrem Zugang auch drin. Sie haben ja diese Maske, da können Sie das abrufen. Bitte aber nur angeben, dass Sie auch Heparin geben, ne? Nicht, dass Sie Ihnen dann für Apixaban jetzt den TNA-Spiegel bestimmen. Also das soll natürlich nicht passieren, ne? Also, weil das ist anders kalibriert. Gut, und so sieht das dann in der Therapie aus. Ne? Ist doch lustig. Ne? Also, hier können Sie dann Ihre Reagenz mal gucken. Ich glaube, 2 und 7 sind unsere Hausreagenzen. Gut, jetzt kommen wir aber auch zu dem spannenden Thema, Thrombophilie-Diagnostik. Da hört man ja auch eine ganze Menge. Ja? Also leider bekommen Sie auch, das tut mir natürlich auch für Sie leid, wir haben auch andere
niedergelassene Zentren, die auch ein bisschen ambulant Grinnes-Diagnostik mitmachen und die neigen auch gern viele Genpolymorphismen zu testen. Ich habe mal hier ein paar mitgebracht. Ne? MTHFR, Methylat, Tetrahydrofolat, Reduktase, vielen Begriff, Homocystein zum Beispiel. Ist besser, den Homocysteinspiegel mal zu messen. Heterozygot hat zum Beispiel 42% der Bevölkerung. Ist das relevant für eine Lungenembolie? Nein, wollen wir nicht sagen, ist doch klar. Ist viel zu häufig das Merkmal. Also wir haben viele Dinge, die früher diskutiert wurden, auch gerade noch vor 10, 15, 20 Jahren, die haben wir mal mitgebracht, die sollen sie bitte nicht messen. Dass sie vielleicht mal mit Rücksprache mit uns, unklare Signifikanz, kann man insofern sagen, Lipoprotein kann schon ein Problem werden, vor allem wenn sie sehr hohe Werte haben. Also dreifach erhöht, zweieinhalbfach erhöht, wissen wir, beginnt das Risiko. Ja, also auch arteriell. Ich hatte zuletzt einen jungen Mann, 26 Jahre, schweren Hinterwandinfarkt. Thrombus war weg. Lipoprotein, hier wird es ja in Nanogramm pro Milliliter angegeben, Nanomol pro Milliliter angegeben und 72 ist ungefähr die Grenze, der war knapp bei 400. Das ist ein Kandidat für eine Lipid, also Lipoprotein klein a Apherese oder sogar für die neuen Antikörper, die wir jetzt haben. Also definitiv, sonst, ich sage mal ganz klar, das vierte Lebensjahrzehnt wird der nicht erleben, wenn der keine Therapie bekommt. Ja. Das kann natürlich auch mal venös ein Problem sein. Also die Lipidtherapie im Grunde als Thromboembolieprophylaxe. Ja, müssen wir mal sagen. Also wir haben ja hier auch die Lipid-Sprechstunde, die ist eigentlich sehr versiert. Die haben sie am Campus, leider auch nur eine Hochschulambulanz, aber die sind sehr engagiert. Und wenn die eine Indikation bestätigen, zahlen auch die Krankenkassen das. Also das sind nicht gerade weniger. Also junge Leute mit solchen Entgleisungen sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Homocystein ist selten mal, dass einer wirklich einen echten Stoffwechsel hat. Da müssen die Werte schon sehr hoch sein. Präanalytik ist da eher ein Problem. Gut, gehen wir aber auf die Klassiker ein, da will ich Sie auch kurz einstimmen. Erworben auch Faktor 8, aber bitte nur über 220% für ein venöses Thrombose-Rezidiv. Alles, was drunter ist, ist nicht gesichert. Das gab es mal früher, das lag auch an den Methoden. Die Dinge gehe ich noch kurz drauf ein. Auch diese Dinge, da kommen wir gleich rein. Das sind für mich auf jeden Fall die für Sie wichtigen Dinge, wo Sie auch einen Teil zum Teil schon abklären können. In der Akutphase sind diese natürlich problematisch, auch dieses. Ja, Sie wissen, beim CRP ist es ein Akutphaseprotein. Faktor 8 kann ja auch mal bei 300-400% sein. Wenn dann die Thromboembolie vorbei ist und das CRP sich normalisiert hat und er in einer stabilen Phase ist, so nach 5-6 Wochen oder nach 3-6 Monaten, dann ist so ein Faktor sinnvoll zuerst zu messen. Und deswegen muss man wissen, wann man was misst. Das andere ist halt für Sie, warum sind das Risikofaktoren? Wir gucken in die Leitlinie für venöse Thromboembolie und Sie sehen, ja, Thrombophilie, Hämostasedefekte, artspezifisch gering bis hoch. Und das will ich Ihnen auch erläutern. Also für einige Sachen muss ich sagen, nett, ist gut, den Befund zu kennen. Hilft uns aber so richtig nicht weiter. Aber anderes darf man nicht unterschätzen. Vor allem, wenn Sie Kombinationsdefekte haben, wird das schon mal wichtig. Das heißt, Sie können hier viele Dinge abfragen, die eine relevante Bedeutung haben, wo Sie sehen, das ist für Sie, auch wenn Sie, sagen wir, Ihre erste Checkliste machen, Sie machen sich auf Ursachenforschung ran, na, dann sind das die Dinge, auf die Sie primär achten sollen. Ist Alter, maligne Erkrankung, Übergewicht, ja, die schwerwiegenden kardiovaskulären Erkrankungen, also Niere und Herz? Ja. Ja, okay. Spielen alles eine Rolle. Spielen alles eine Rolle. Myokardinfarkt ist klar, je frischer gerade die letzten 3-6 Monate. Also man muss sagen, alle thromboembolischen Ereignisse, die die letzten 3-6 Monate hinterher sind, sind immer noch ein Risikofaktor. Ja, das heißt, da ist das Risiko erhöht, dann geht es etwas runter, aber das ist nie bei Null. Ne? Das müssen Sie sich im Klaren sein. Warum eigentlich? Warum? Man muss Folgendes sagen, Sie haben halt in der Regel Narben am Endothel. Das heißt, es hinterlässt Spuren. Selbst wenn Sie, sag ich mal, einen Ultraschallbefund machen, sagen, oder die pulmonales Arterie ist jetzt frei. Da gibt es aber immer wieder Dinge am Endothel, die sind eben zerstört worden, die sind vernarbt. Das ist doch in den Koronargefäßen. Das heißt, ich kann, auch bei den Koronargefäßen. Arteriell wie venös, beides. Beides. Also das sehen Sie ja so nicht. Ja? Das heißt, Sie haben immer Schädigungen. Vor allem beim Herzinfarkt ist ja auch noch Folgendes. Wenn einer weiter raucht oder einer hat weiterhin seine Fettstoffwechselstörung oder die atherosklerotischen Parameter oder Risikofaktoren gehen weiter, das heißt, dass die Atherosklerose ist ja nicht durchbrochen.
und stellen die vorher mal schon mal thrombosiert war. Und selbst wenn sie einen Stent machen, es endothelialisiert sich darüber. Selbst wenn sie auch andere Stellen haben wie ein ACVB, also oder eine CABG, kommen ja da wieder neue Prozesse in Gange an diesen Stellen. Deswegen ist dieses Risiko nicht ganz weg. Das heißt, Sie müssen da auch prospektiv denken. Also wenn einer diese Risikofaktoren nicht reduziert oder der Hypertonus ist ganz miserabel eingestellt, auch der Diabetes ist nicht gut eingestellt, sind das ja weitere Faktoren, dass dort eben am Endothel wieder Schädigung kommt. Gehen Sie mal in die Bischofsche Trias, da sind wir genau wieder bei diesem ersten Punkt. Gut, weitere Guidelines, ich zeige mal, was so die Franzosen denken. Na, bei unter 60-Jährigen liberales Screening, die sind großzügig, aber Sie sehen auch, es ist also relativ begrenzt. Die britischen Guidelines beziehen andere Gruppen rein. Ich will das jetzt alles nicht ganz einzeln durchgehen, aber wenn Sie dann in Holland wohnen, dann wird das schon ein bisschen weniger. Ne? Ich meine, klar, dadurch können die auch geringere Gesundheitskosten produzieren, weil das dann eben nicht gemacht wird. Ist jetzt eben so, sollte man nur eben wissen, manche Länder denken eben anders. Gut, thrombophile Stufendiagnostik wird dann auch noch interessant, wenn Sie zusätzlich zur Lungenembolie, das haben wir ja gesagt, provoziert, unprovoziert, noch andere begleitende Embolien haben, die schon mal im Vorfeld waren. Ja, also zum Beispiel hier eine zerebrale Sinusvenenthrombose, die sich keiner erklären kann. Gut, bei Frauen, die jetzt noch ein Ovulationshemmer einnehmen, wissen wir schon, auch da ist das Risiko erhöht. Für die ist das auch wichtig. Das heißt also, dass die Lungenembolie war jetzt nicht das erste Ereignis. Ja? Oder sie haben auch ganz spezielle Sachen, wie zum Beispiel, sagen wir, intraabdominelle Thrombosen, Mesenterialthrombosen, Venenthrombosen, vielleicht eine Pfortaderthrombose, vielleicht sogar ein Bacchiari-Syndrom. Also dann wird es interessant. Dann müssen wir auf zelluläre Ebene gehen. Also wir machen zum Beispiel auch ambulant die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie. Das zeige ich mal auch als Beispiel gleich. Hier darf ich ja nicht. Und da sieht es so aus. Ja, eine Wanne ab. So. Okay. Yes. Das sind dann schon schwerwiegende junge Leute. Hämolytische Anämie, gucken Sie sich mal an, wie da der Urin aussieht. Da würden Sie auch, sagen, das ist eher... Das hört auch mir auf, ja. Das ist nichts Gutes. Ja, also, ja klar, also haben Sie... übrigens, das, lassen Sie das mal stehen, 6 bis 12 Stunden, ist ja völlig klar, der Urin. Weil die Apoprodukte sich abbauen von der PNA. Ne? Das ist eine Komplementaktivierung. Und das nächste, die Thrombose haben wir ja gesagt, ist klar, deswegen ist er ja auch da. Und auch mal eine Zytopenie, also und zwar auch so undulierend, das ist nicht immer gleich. Ja, also plötzlich ist der Hämatokrit mal bei 25, das kann nicht sein, war das jetzt mal 40, wie geht denn das? Ja, das sollte Sie hellhörig machen. Auch eine Thrombopenie, wo Sie sagen, ja, das war bestimmt ein Hit, das war aber kein Hit. Ja, weil diese Komplementaktivierung macht auf mehreren Ebenen Probleme. Ich will die gar nicht jetzt von der Pathophysiologie hier im Einzelnen sprechen, auch mal dran denken. Ja? Also wenn Sie auch mal so einen Patienten haben und dann sehen die sowas morgens bei der Besitzung, sagt dann, Leute, was ist denn hier los? Ja? Ja, und das war eben dann auch eine intravasale Hämolyse teilweise, die nicht schwerwiegend ist. Der stirbt auch nicht unbedingt dran. Aber sie haben immer wieder das Wiederkehren. Die fühlen sich einfach auch ganz schlecht. Ja? Also die sind auch klinisch in keinem guten Zustand. Gut, jetzt kommen wir zu den klassischen Thrombophilie-Situationen. Faktor 5 Leiden kennen viele. Ich glaube, braucht man hier jetzt nicht im Detail sagen. Also im Prinzip ein gestörter Bremsmechanismus. Sie wissen ja, aktiviertes Protein C muss in einer bestimmten Phase an den Faktor 5 sich andocken. Ja, da gibt es ja 3 Bindungsstellen und eine ist besonders wichtig, genau die hier für die Faktor 5 Leiden-Mutation. Und da kann eine Störung sein, das heißt, die Bindung funktioniert, aber ist eben behindert. Da ist einfach nur eine Aminosäure ausgetauscht, mehr passiert da nicht. Interessant ist Heterozygot im norddeutschen Raum 8 bis 10%, also liegt man ein bisschen drüber als über der Normalbevölkerung, also finden wir gar nicht so selten. Homozygot 1 zu 1000, also noch weniger. Und Sie sehen das relative Risiko für eine Erstthrombose, naja, 4 bis 6-fach, das ist wie eine Pille, ne? Ja, also wie eine dritte Generations- oder zweite Generationspille. Die dritte ist ja so bei 6 bis 8-fach. Aber wenn das dann zusammenkommt, sind wir plötzlich beim relativen Risiko bis 100-fach, je nachdem, was Sie da für eine Pille kombinieren. Deswegen zum Beispiel haben die Franzosen, verbieten allen Frauen unter 30 dritte Generationspillen. Die wollen dieses Risiko von provozierten Thromboembolien unter Kontrazeptiva, gerade mit den modernen Kontrazeptiva, reduzieren. Und die ersten Zahlen geben denen recht. Die haben hochgerechnet, dass sie bis 10.000 Thrombosen und Lungenembolien in ihrem Land pro Jahr sparen, wenn sie diese Restriktion aussprechen.
Und die ersten Zahlen, wo es gibt, es ist jetzt im dritten Jahr, also nach diesem Verbot. Und da liegen die so bei 6.000, also weniger in diesem Altersklassenbereich für diese Frauen. Also ist doch was dran. Prothrombin-Mutation, bitte nicht die 19910, wie das hier ein Zentrum immer gerne macht. Also die machen immer den zweiten, dritten Schritt vom ersten. Ist schön, ein Genpolymorphismus zu untersuchen, ist auch von den Laborziffern nicht uninteressant, aber ich glaube, das Thema sollten wir hier mal auslassen. Wir sollten die machen, die wirklich notwendig sind, so machen wir das auch. Und das ist das Risiko. Homozygot haben Sie gesehen. Homozygot wissen wir noch gar nicht, wie häufig das ist. Aber dann kommen schon diese Mangelerscheinungen. Und die sind halt interessant. Hier das erworbene Antiphospholipid-Antikörpersyndrom. Und da sehen Sie halt schon, das relative Risiko nimmt bedeutsam zu. Das heißt also, diese Dinge, die Sie hier sehen, sind von hoher klinischer Relevanz. Und deswegen auch ganz klar, Low-Risk-Thrombophilie, High-Risk-Thrombophilie. Wenn Sie das ein bisschen merken, dann haben Sie alles verstanden. Das heißt, das sind Ihre Kandidaten, wo Sie schauen sollten, wenn Sie ein hohes Risiko oder auch viele Thromboembolien in der Vorgeschichte sehen. Und das ist für Sie wichtig. Und dann auch ein bisschen für Sie auch nochmal ganz aktuell, Häufigkeit in Patientenkollektiven, das ist ja für Sie wichtig. Trifft das mehr Frauen, trifft das die Kinder, ist ja jetzt auch wie beim Covid-19, welche Personengruppe ist denn da besonders betroffen oder aktiv? Das ist für Sie vielleicht ganz einfach. Also erstmal keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das ist schon mal nicht so schlecht. Auch wenn Sie auch dieses Alterssegment herannehmen. Aber wir wissen halt, dass diese Gruppen, besonders über 50-Jährige, besonders mehr auffallen. Wir wissen ja auch, dass die Thrombosehäufigkeit mit dem Alter zunimmt. Also ich sage mal so jenseits der 50, nähern sich so bis 60 dann einem Risiko immer mehr von 1 zu 100. Das ist dann praktisch das Grundrisiko. Und wenn Sie vor 20, 30 Jahren war das mal 1 zu 10.000. Ja, also Sie sehen, logarithmisch geht das um mindestens 2 Stellen nach oben. Und nur hier, sage ich mal, bei entsprechender Klinik zu schauen. Und hier ist ganz wichtig, Antiphospholipid-Antikörpersyndrom, gerade bei jüngeren Leuten, vor allem wenn eben auch ein Myokardinfarkt dazu kommt oder Hirninfarkt oder in Kombination, auch mal daran denken. Na, also vor allem jüngere Leute oder wo sie sagen, Mensch, wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben den richtigen Stent gewählt, wir haben auch richtig antikoaguliert, die duale Plättchenhemmung perfekt, ja. Der hat sogar in den Labortesten wunderbar funktioniert, trotzdem ist das Ding schon wieder zu. Ja. Und dann einfach in diese Diagnostik auch gehen, da sollte man auch nicht locker lassen. Gut, das ist auch für Sie Häufigkeit, dann auch nochmal ja, Ich kann verstehen. Ich ja. schaue das alles nach, wenn ich sozusagen im Grunde eine unprovozierte Ja, Lungenembolie also habe. wenn Sie mit Ihren, ich sag mal so, wenn Sie mit Ihrem klassischen Latein am Ende sind und sagen, naja, ich habe jetzt geprüft nach den Guidelines, ihr habt hier die ESC und auch die von der Deutschen Kardiologischen Gesellschaft und zeigt das alles durch und dann könnt ihr das immer noch nicht erklären. Ja? Machen wir ja auch, gucken wir uns mal beim Hirninfarkt mit den Neurologen, der guckt auch, hat der Plaques, hat der hämodynamisch relevante Stenosen, guckt der ja auch, hat der Stoffwechselstörungen, hat er ein Vorhofflimmern, ne? Hat er also nicht valvuläres, hat er jetzt sag mal einen Hypertonus, hat er noch ein PFO wegen mir, ja, also ein Loch im Herzen und ist das alles negativ und ist auch kein lakunärer Infarkt, ne? Also Mikrozirkulationsstörung, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Und da sollte man auch in eine Thrombophilie denken, gerade in Richtung Antiphospholipid-Antikörpersyndrom oder auch Lipoprotein klein a, wenn wir speziell diese arteriellen Ereignisse on top bekommen. Ich habe eine Frau, die ist Ja. 29 Jahre alt und kommt mit einer Lungenembolie auf Station. Ja? Die ist jetzt nicht so schwer, dass sie hätte lysiert werden müssen, kommt aus der Notaufnahme auf Station. Gut. Die nimmt die Pille. Ja, welche? Ja? Nimmt eine Zeitgenerationspille. Okay. Sagen wir 4- bis 6-fach erhöhtes Risiko. Gebe ich mich damit zufrieden oder gucke ich jetzt weiter? Da gucke ich weiter. Die schicken Sie am besten zu uns, wenn sie poststationär ist. Was mache ich denn stationär in dem stationären Aufenthalt? Sie können stationär, wenn Sie wollen, natürlich schon mal gucken, Faktor 5 Leiden, Prothrombinmutation, die Genpolymorphismen verändern sich nicht. Da Faktor 5 Leiden gar nicht so selten ist, macht das Sinn. Ja? Sie können auch einen Antithrombinmangel ausschließen, also wenn die jetzt nicht gerade in der akuten Phase ist. Protein C und S kann schon ein bisschen kritisch sein, weil Protein S kann unter gewissen Pillen sich reduzieren, das muss man wissen. Das hat einen Einfluss, nicht, dass Sie einen Mangel draus machen, der dann einfach nur durch die Einnahme des Medikamentes da ist. Deswegen machen wir ja dann 2 Messungen, das können wir dann in Ruhe ambulant machen. Und Protein C würde ich dann machen, wenn wir jetzt mal aus der akuten Phase sind. Weil das Okay. kann erniedrigt sein,
muss aber nicht dann erniedrigt sein, das ist also kein hereditärer Mangel, das kann durch die akute Phase sein, wenn das also auch eine kräftige Embolie war, die verbraucht ja auch Gerinnungspotenzial. Also unsere Schutzfaktoren gehen da erstmal nach unten. Und das nächste ist Lipoprotein klein a, würde ich auf jeden Fall, auch in Kombination mit Pille, immer mehr Hinweise, das ist ein bedeutender Risikofaktor. Wir gehen jetzt auch nach der aktuellen Leitlinie, die können Sie auch mal bei der AWMF hineinschauen, Umgang mit Verhütungsmitteln, auch gerade Richtung thromboembolischen Risiko, das haben wir mit den Gynäkologen gemacht, bei uns die GTH, wir vom Berufsverband haben das auch zugestimmt, der Leitlinie, wo wir ganz klar Szenarien aufschlüsseln, wo man schnell nachschauen kann, gucken Sie mal nach, was hat das für eine Pille, hat die mehr Gestagen, Östrogenanteil, wie ist die einzuordnen, dann gucken Sie nach in der Liste, gucken die Risikofaktoren an, das haben Sie auch so als Textbausteine als Algorithmen oder finden Sie Ihren Fall und sehen dann einfach, aha, pass mal auf, da ist eine Kandidatin, hier sollten wir auf jeden Fall weiterschauen. Mhm. Ja? Also da können Sie nochmal in Ruhe nachlesen. Also junge Frau, Lungenembolie, 29, Erstembolie, nachfragen natürlich, was in der Familie ist. Auf jeden Fall ein Screening, vor allem, wenn die ja noch einen Kinderwunsch hat. Was machen Sie denn Richtung, würden man auch natürlich Richtung Malignom, würde man vielleicht auch schauen nochmal? Ja, bei jüngeren, bei dem Alter natürlich nicht, aber ja, also was wir bei Malignomen sehen, bei jüngeren Frauen jetzt weniger, das muss man sagen. Es gibt aber natürlich schon die Frauen, das muss man sagen, die, sag ich mal, diese Genexpression haben für das Mammakarzinom. Ich glaube, das ist BTFE, also diese genetische Disposition. Ja, haben wir ja viele berühmte Beispiele, ja. Angela Jolie kennt ja jeder, ne? Die hat sich dann aufgrund dieses Befundes auch beide Brustgewebe komplett entfernen lassen, ja? So, um das Risiko zu verhindern. Ne? Oder hier bei Pierce Brosnan, ja? Bei dem ist ja die Tochter daran gestorben. Ne? Jetzt ist er alleinerziehender Vater als Großvater für die Kinder. Ne? Das sind, da sollte man schauen, definitiv ja. Aber das ist natürlich ein sehr selektives Kollektiv, definitiv. Und das nächste ist halt bei Männern, das muss man mal sagen, hier nach Teratomen oder Seminomen mal schauen. Also ruhig eine Abtastung des Hodensacks vornehmen, erstmal das. Und bei Sportlern gar nicht so selten, wenn die im Dopingtest positiv werden, also das Alpha-Fetoprotein positiv wird. Haben wir jetzt ein Beispiel gehabt, vielleicht haben Sie es mitbekommen, der Bundesligaspieler hier der von Frankfurt, der Ruß, der jetzt auch aufhört, das ist in der Dopingprobe aufgefallen. Und das würde man zum Doping nutzen, sowas, dann kann sie auch so hohe Spiegel erreichen. Ja, aber das war bei dem ein Teratom. Das heißt, das kann natürlich auch sowas machen. Haben wir auch Kandidaten gehabt, schon in der Ambulanz, wo das dann auch rausgekommen ist. Aber das sind, sag mal, für die Jüngeren ganz spezifisch spezielle Tumoren. Das ist nicht das Prostatakarzinom. Das ist nicht das Uteruskarzinom, das ist auch nicht der klassische Ovarialkarzinom in dem Alter, eher nicht. Ja? Außer vielleicht eine schwerwiegende Papilloma-Infektion, die dann nachgewiesen ist, dann könnte das schon mal sein. Das sollten wir auch mit den Gynäkologen dann besprechen. Das sind ja auch ein bisschen versierter, weil die auch noch ein bisschen mehr Infos haben. Ja, für Sie ist nochmal die Thrombophilie-Prävalenz mal ganz wichtig. Also wenn Sie jetzt nur eine klinische Angabe haben, Sie haben das Alter, Sie haben die positive Familienanalyse, jetzt gucken Sie mal, wie häufig finden wir denn das Phänomen Thrombophilie? Und das ist doch schon beachtlich. Ja? Also Sie sehen dann, für welche Gruppen es dann besonders Sinn macht, dann nachzugucken. Ne? Holen wir mal, wo ist Ihre junge Frau vor dem 50. Lebensjahr? Ja, war ja eigentlich spontan, wir wissen ja nicht, wo es herkommt. Ja, dann haben wir schon mal das und das. Vielleicht hat sie ja noch einen Abort gehabt, mal nachfragen. Also man kriegt da schon einiges zusammen. Ne? Und auch wenn die Familie noch auffällig ist, also dann haben sie auf jeden Fall eine Kandidatin, wo man nachschauen soll. Gut. Ne? Ne? Also ich will ihnen ja Kriterien an die Hand geben, mit denen sie arbeiten können. Ne? Wenn sie es einmal zu viel machen, reißt ihnen doch auch keiner den Kopf. Ja, aber dran denken. Genau, das haben wir ja schon kurz besprochen. Hier ist übrigens der Austausch. Sie wissen, hier ist einfach nur ja, letztlich endlich eine der Basen ausgetauscht an der Position und nachher ist die entsprechende Aminosäure eben nicht vorhanden oder ausgetauscht, ja, und damit haben sie eben das Problem. Das heißt, die Bindung funktioniert eben schlechter. Ne? Das ist eben nicht so das Schlüssel-Schloss-Prinzip, wie es sein sollte. Das heißt, diese Inaktivierung des Prothrombinase-Komplex, der Prothrombin zu Thrombin scharf stellt, ist einfach gestört. Man kann es vielleicht so vergleichen, Sie fahren mit dem
Auto auf ein Hindernis zu, also ich habe es jetzt nicht, ich hätte jetzt einmal den Golf GTI oder was auch immer und mit Bremskraftverstärker, dann könnte ich so 20, 30 Meter vom Hindernis noch in die Bremspedal gehen und käme zum Stehen. Derjenige, der das hat, müsste vielleicht 80 bis 100 Meter vom Hindernis anfangen, angenommen wir würden 30, 40 Kilometer natürlich fahren, dann um halt das Ereignis zu verhindern. Bei der Prothrombinmutation wissen wir eigentlich nicht so genau, was es ist. Letztendlich vermuten wir, dass ein bisschen Prothrombin mehr ist. Ist aber immer schwer nachzuweisen. Ne? Wäre das regulär vielleicht 80%, der hat jetzt 100%, wären für uns sowieso beides Normalwerte. Das können wir eigentlich nicht so richtig prüfen. Gut, dann nochmal zu Protein C. Aktiviertes Protein C hatte ich ja schon gesagt, ist ein Bremsfaktor. Hier nochmal dieser Prothrombinase-Komplex. Ne? Faktor 10, Faktor 5, der auch aktiviert wird hier über den T-Nase-Komplex. Aus Prothrombin, Thrombin. Das heißt, wir haben also hier diese Unterbrechung der Aktion. Sobald sich Thrombin bildet, wird das schon wieder limitiert und versucht, sich selber abzubremsen. Ja? Sie können vielleicht das Gerinnungssystem ganz einfach, ohne dass Sie jetzt alle Faktoren wissen, vergleichen wie mit einem Zwei-Komponenten-Kleber. Wie Uho Plus. Sie haben Härter und Weichmacher und die richtige Mischung macht es aus. Ist doch klar. Haben wir zu viel Härter, also zu viel Thrombin, nicht gut. Fehlen die Weichmacher, also unsere Schutzfaktoren, wie aktiviertes Protein, oder können die nicht richtig funktionieren, haben wir auch ein Problem. Ja, das heißt, die Konsistenz ändert sich, das heißt auch die Expression und nachher auch die Modulation und damit haben wir ein Problem. Das heißt, wir haben also überschießende Reaktion oder zu wenig stattfindende Reaktion und damit kriegen wir eigentlich dann das Problem. Gut, und das Ganze ist auch immer nicht im luftleeren Raum, sondern immer auf Zelloberflächen. Das hier, Thrombomodulin, ich sag mal, das ist unser Gefäßwandteppich, das ist unser roter Teppich, der uns schützt, in Anführungsstrichen. Der geht natürlich bei Sepsis und Infektion, Covid-19 hatten wir ja vorhin schon gesprochen, definitiv kaputt. Deswegen auch der Begriff Immunthrombosen, das heißt, hier gehen ganze Cluster von zum Beispiel Granulozyten an und zerstören diese Einheiten. Ja, gehen wir das auch nochmal rein. Für Sie Faktor 5 Leiden, es gibt verschiedene Kollektive, das ist ein ganz gut untersuchtes. Wenn man auch das hier mit gewissen Pillen kombiniert, hier holen wir mal so eine erste Generation, ne, sehen Sie Faktor 20 schon erhöht, das ist nicht gerade unbedeutend. Jetzt kommt noch ein Mobilitätsverlust dazu oder Sie raucht noch die Dame. Dann wird es auch interessant, normal ist das ja nicht so wichtig für eine Lungenembolie primär, aber dann wird es auch zum Risikofaktor. Hier sehen Sie so mal eine Beispielrechnung, dann auch hier auch diese Mutationen, wie häufig man das sie auch findet bei diesen Frauen, wenn Thrombosen stattfinden, also ist doch häufiger als im Durchschnitt in der Bevölkerung, also zweimal so viel. Das sieht man auch zum Beispiel bei den Patienten mit primärer pulmonaler Hypertonie, die dann doch meistens sekundär ist, weil es eine Lungenembolie ist, da waren dann in einem Kollektiv sogar 50% homozygote Faktor 5 Leidenträger. Also Sie sehen, je mehr man selektiert, desto mehr Treffer landet man. Ja, kommen wir zum Antithrombin. Antithrombin hatte ich ja vorgestellt, hemmt letztendlich die Thrombinbildung, deswegen Antithrombin, ne? Also Härter und Weichmacher, ist also eigentlich relativ einfach, ja? Man muss nur wissen, was dahinter steckt und wichtig ist nur, es wird in der Leber synthetisiert, also für Sie auch nochmal ganz, ganz wichtig, wenn Sie Patienten hier mit Hepatopathien haben, immer Antithrombin mitschauen, weil das hat auch doch die kürzeste Halbwertszeit, die Synthese ist nach, sagen wir, nach 4 bis 6 Stunden so weit, dass es dann auch ins Blut abgegeben wird. Das heißt also, wenn Sie da eine Schädigung haben, auch eine chronische wie akute, erkennen Sie das sehr schnell auch im Antithrombin. Mhm. Ja? Und der Faktor 8 geht extrem nach oben. Warum? Weil in den Hepatozyten wird Faktor 8 gespeichert. Und wenn die natürlich kaputt gehen, dann geht der enorm nach oben. Das heißt also, das Ausmaß einer Leberschädigung können wir sehr gut auch am Faktor 8 und an diesen Gerinnungsfaktoren absehen. Das ist aber letztendlich ein Epiphänomen. Das ist ja nicht die Ursache, sondern nur eine Auswirkung. Ja, Inhibierung. Sehen Sie, was da alles passiert. Ich will es gar nicht darauf eingehen, aber wichtig ist für uns hier, die Thrombinhemmung wird um den Faktor mindestens 2000 beschleunigt. Das ist Wahnsinn. Das schaffen Sie ja mit den wenigsten Katalysatoren auch in einer Reagenz nicht. Die Faktor 10a-Hemmung wird übrigens auch verstärkt. Das ist auch wichtig. Also ohne das Ding funktioniert einiges nicht. So, und jetzt haben wir nicht nur einen erworbenen Mangel, sondern auch natürlich eben den angeborenen. Darauf will ich ein bisschen herein. Ist auch nicht so selten. Und wichtig ist immer für Sie, bevor Sie jetzt irgendeine Konzentration messen oder lassen noch eine Antithrombin
Forese machen lassen, dass wir eine Kuh noch aufschlitten oder schicken da schon an die Genetik und wollen jetzt genau bei hier der Bindung genau wissen, wo liegt an welchem Genort der Defekt. Das kann man alles machen. Kostet auch nur so 3.000 Euro nochmal zum Info. Lass es besser bei uns ambulant machen, weil wir dürfen das auch überweisen oder dürften es theoretisch selber machen, nur wir haben im Moment kein Labormittel, wo wir das machen könnten. Das heißt, hier wollen wir dann eine Differenzierung vornehmen. Aber erstmal immer die Aktivität messen und dann erst Konzentration. Das heißt, der Typ 1 ist beides erniedrigt, relativ einfach und da ist die Halbwertszeit kürzer und dann kommen halt diese Defekte an diesen Strukturen. Und hier haben wir praktisch zwei große Gruppen, und zwar Thrombin. Das heißt, am Thrombin wird nicht richtig angesetzt oder es wird am Heparin nicht angesetzt. Wenn es am Heparin nicht ansetzt, das heißt, selbst wenn Sie hier noch einen Wert von 60-70% haben, kann das auch nicht wirken. Das wirkt gar nicht, noch viel schlechter. Ja? Das heißt, hier müssten Sie, wenn Sie dann trotzdem Heparin geben, eigentlich dann Antithrombin auch durch Konzentrat ersetzen. Das ist dann aber schon sehr spezifisch. Und Sie sehen halt, dass eben auch dieser Typ-1-Mangel in den Thrombosekollektiven eigentlich der häufigste Typ ist und der auch häufig die schwerwiegendsten Probleme macht. Gut, das andere ist Antithrombinmangel. Wie häufig ist das Risiko zu Kontrollen? Sie sehen also auch schon beim Normalkollektiv, auch ohne Symptome, auf Patientenjahre hochgerechnet, ist das ein hohes Risiko. Wir sehen halt, dass wir in die Subgruppenanalyse gehen, wie hoch man das hochrechnet. Ja, die kommen auf ein 343-faches Mangelrisiko hier bei den Typ 2 auf das und dann wird das hochgerechnet und hier sehen Sie dann die relative Erhöhung. Das kann man hier auch für Rezidivthrombosen machen. Man kann eben sagen, wenn einer ohne Antikoagulation ist, der das hat, also sagen wir mal, nach 10 Jahren haben sie das ganze Kollektiv doch wieder mit Thrombosen. Also das heißt, die brauchen eine Antikoagulation dauerhaft. Das sind eigentlich die Zahlen, auf die wir uns stützen. Und mit Antikoagulation, auch wenn man es richtig macht, klären Sie immer Ihre Patienten auf. Sagen Sie, Sie versuchen wirklich alles damit zu tun, aber Sie haben nicht 0%. Das gibt es nicht. Auch nicht bei den Vorhofflimmern, auch nicht bei Ihren Therapien, auch bei einer dualen Plättchenhemmung nicht. Wir reduzieren ein Risiko, das ist akzeptabel. Bedenken Sie... Würden Sie mal rezidiv die Substanz wechseln? Kann man versuchen, aber ist nicht häufig nicht sehr effektiv. Manchmal gibt es Gründe, ja, sollte man durchprüfen. Ob man auf einen anderen Wirkmechanismus geht, kann man probieren, bieten wir auch an. Ja. Sie müssen auch bedenken, da kommt ein Patient, ich sag mal, der ist hellauf begeistert, seine zweite Embolie zu haben, trotz Antikoagulation. Also das sind verunsicherte Patienten, mit denen müssen Sie wirklich auch ausführlich sprechen, das geht gar nicht anders, um die dann auch für eine Therapie auch wieder zu begeistern. Ja. Der sagt dann, das hilft dann sowieso alles nichts. Das ist eher sogar, dass die eher noch ein Therapieversager werden. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Mhm. Und dann kann man mit dem reden, dass man auch Alternativen hat und mit dem das auch durchsprechen. Das hier ist auch das ATL-Risiko, das habe ich mal mitgebracht. Und das ist interessant, Antithrombinmangel. Ich rede jetzt vom Antithrombinmangel. Ja. Kardiovaskulär. Und der Zusammenhang ist stark, und zwar eher bei Frauen. Der Antithrombinmangel bei der Frau macht mehr arterielle Thrombosen als beim Mann. Haben wir mal einen Vorteil. Bei der venösen Thrombose ist ja genau umgekehrt, ne? Wo wir wissen, allein schon durch den Gender, Mann, habe ich ein 2- bis 3-fach höheres Rezidivrisiko, die Frau eben nur einfach. Damit liegen wir schon auch eher auf der Seite für eine dauerhafte Sekundärprävention. Also bei arteriell ist es umgekehrt. So, jetzt kommen wir aber zu einem Fall, der für Sie ganz, ganz wichtig ist, das Antiphospholipid-Antikörpersyndrom. Warum ist das so interessant? Im Prinzip ist das erstmal ja keine angeborene Gerinnungsstörung. Wir haben also eine Entgleisung des Immunsystems, wie bei der HIT2. Also wir haben Autoantikörper, die sich bilden. Schauen wir mal hier. Antikardiolipin, Antibeta-2-Glykoprotein. Das sind letztendlich alles Antikörper gegen Phospholipidmembran. Ja, Sie wissen ja, Phospholipide brauchen wir, um auch Gerinnung starten zu können. Sie haben es ja gesehen, auch im Reagenzglas bei der PTT nutzt man das ja auch. Nur die Quelle ist halt unterschiedlich. Bei uns im Körper ist es natürlich klar. Und hier greift der Körper den Körper selber an. Und Lupus-Antikoagulanz. Das heißt, das ist die gerinnungsspezifische Variante. Hier sehen wir sehr wohl, ob das vorhanden ist. Und alle drei gehören dazu, um das zu beschreiben oder auszuschließen. Das heißt,
Das Antiphospholipid-Antikörpersyndrom wird sowohl durch die Klinik beschrieben, wie auch durch diese drei, sage ich mal, Labortests. Und die müssen noch nicht mal alle positiv sein. Und hier gerade bei den IgG und IgG, die sind besonders führend. Ja? Das sind die für uns die höchste Sensitivität haben. Schauen wir uns das an. Testung vorzugsweise Patienten unter 50 Jahre. Jetzt kommen wir so allmählich mal zu unserem Fall. Wir wollen den ja auch noch lösen. Und da sehen wir, der ist unter 50 Jahre. Ihre Frau mit der Pille ist auch unter 50 Jahre. Ne? Das Problem ist halt, dass dieses Antiphospholipid-Antikörpersyndrom isoliert vorkommen kann, also primär, ohne eine Grunderkrankung. Mhm. Klar kann man noch jetzt eine rheumatische Erkrankung haben, Lupus. Deswegen auch mal die Frage so in die Familie, gab es bei Ihnen mal rheumatische Erkrankung? Und Sie werden gar nicht so selten darauf treffen, dass Patienten angeben, ja, die Mutter hatte das, die Großmutter. Das heißt, wir haben zwar keine Vererbung, aber eine familiäre Häufung. Und dann sollte man das eben auch mit berücksichtigen. Auch dieses ist interessant, atypische Thrombose-Lokalisation. Und dann sind wir auch daran, was macht denn eine Lupus-Antikoagulanz? Warum rufen denn viele an, oh, wir können nicht operieren, die PTT ist mal wieder verlängert. Die haben kein Blutungsrisiko, die haben erhöhtes thromboembolisches Risiko und die Reaktion bei dieser APTT ist eben gestört durch diesen Störfaktor Lupus-Antikoagulanz, der uns hier eingreift, der zu einer Verlängerung führt. Ja, die kann ganz moderat sein, nur ein paar Sekunden. Und trotzdem ist das ein erhöhtes Risiko für Thrombosen, nicht für Blutung. Und das hier auch, auch unter einer vollen Antikoagulation wieder eine Thrombose, das sind so klassische Hinweise. Ja, im Prinzip habe ich ja auch schon hier die Frage beantwortet. Hier sehen Sie auch jetzt den Stern. Ja, unser Fall war ja ein roter Stern. Und da muss man sagen, das Krankheitsbild nennt sich katastrophale Antiphospholipid-Antikörpersyndrom. Hier sehen Sie mal, was man da alles so findet. Einige sprechen sogar von einem thrombotischen Sturm, der in mehrere Organe gehen kann. Innerhalb von 7 Tagen wieder auftreten von Thrombosen. Das heißt also, Sie müssen auch prüfen, in welchem Zeitraum passieren die Thrombosen. Ja? Auch Zusammenhang, wenn Sie gerade beim Heparin sind, auch wann ist die letzte Einnahme erfolgt. Und dann reicht Ihnen leider die Antikoagulation nicht mehr aus. Das können Sie auch bei einem akuten Fall prüfen. Mhm. Beta 2 auf jeden Fall auch das andere. Lupus kann natürlich durch die Antikoagulanz ein bisschen gestört sein, aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Heparin gegeben, können Sie das schon berücksichtigen. Wenn das jetzt nicht gerade im volltherapeutischen Bereich ist, sollte das eigentlich auch keinen großen Einfluss haben. Bei den DOACs, wenn Sie die haben, das müssen Sie angeben, weil dann müssen Sie vielleicht überlegen, ob Sie es neutralisieren. Dann machen Sie aber auf jeden Fall Beta-2-Glykoprotein und das Cardiolipin-Antikörper, das können Sie auf jeden Fall machen. Das ist auch nur eine Serumblutentnahme, auch von den Gerinnungen unabhängig. Sie müssen sofort immunsuppressiv tätig werden. Und wenn Sie nur Cortison spritzen. Sie sehen, was man hier machen kann. Das sind dann schon schwere Geschütze, aber auch das geht. Ja, und das ist unser Fall. Deswegen ist der Patient gestorben. Gucken Sie sich mal an. Antikardiopin-Antikörper, IgG 299. Also wenn man mal einen mittleren Wert von 3 bis 4 rechnet, so im Durchschnitt beim gesunden Kollektiv, 100-fach, 150-fach erhöht, Beta 2 genau dasselbe. Die Lupus-Antikoagulanz war noch nicht mal so ausgelenkt. Mhm. Na, Sie haben ja gesehen, die PTT war ja moderat, 49, 41, 42. Ja? Das unfraktionierte Heparin kam ja erst später dazu. Das heißt also eigentlich der Einfluss vom niedermolekularen Heparin ist nie so da, dass Sie das ausgelenkt haben. Und damit haben Sie hier den klassischen Fall eines wirklich akuten, katastrophalen Antiphospholipid-Antikörpersyndroms. Jahre davor symptomlos, auch keine rheumatische Erkrankung. Triple-positiv nennt man das, also von der Labordiagnostik. Und das bedeutet halt, hier hätte die immunsuppressive Therapie unmittelbar sofort beginnen müssen. Dieser Wechsel der Antikoagulation war Unsinn, Blödsinn, hat sogar ein höheres HIF-2-Risiko ausgelöst, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Also zu sagen, jetzt nehme ich mal anfraktioniert, das kenne ich, ist immer besser, ist besser steuerbar, Blödsinn ist es ja gar nicht. Also das bei solchen Fällen immer im Hintergrund halten, wenn unter einer akuten Antikoagulation beginnt mit der Beinvenenthrombose und dann kommt die Lungenembolie noch dazu, muss man in weitere Ursachen forschen gehen.
Das ist so ein klassischer Fall, wo hier die Gerinnungsdiagnostik absolut indiziert ist, lebensnotwendig. So, gehen wir mal hier noch. Rezidivrisiko beim Antiphospholipid-Antikörpersyndrom. Also, gucken Sie sich das mal an. Das ist nur für ein Jahr. Also ich glaube, hier brauchen wir nicht weiter gucken. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, ich weiß mal, wie ist denn die Gerinnung aktiviert? Diese Hemmung der Antiphospholipid-Antikörper an den Phospholipiden sehen Sie mit den D-Dimer nicht richtig. Das ist nur ein Spaltprodukt. Das ist ja schon ein Endprodukt. Das beschreiben Sie damit ganz schlecht. Deswegen sind diese Antikörper direkt zu messen viel sinnvoller. Und das ist auch dann noch dann die Frage, naja, jetzt habt ihr Heparin genommen und das, das hat ja nicht geklappt, denn warum habt ihr nicht ein DOAC genommen? Hätte man ja nehmen können, ne? Wäre ja auch möglich, theoretisch, ne? Aber es ist eigentlich nicht mehr möglich, schon seit langem letzten Jahr mit dem roten Handbrief. Warum? Das ist die Studie dazu. Die sagt uns nämlich Folgendes, gucken Sie sich mal an, kumulative Ereignisse unter Vitamin K-Antagonist bei einem triple- oder zweifach positiven Antiphospholipid-Antikörpersyndrom über knapp 2 Jahre. Auch das ist nicht bei null. Sie haben hier einen Unterschied fast um den Faktor 7 bezüglich Thrombosen und nachher auch bei Blutung zu kommen. Kann man sagen, dass das Warfarin, also Vitamin K-Antagonist, mit dem Heparin ungefähr gleich auf ist? Besser. Rivaroxaban hat einen Warnhinweis, genauso die anderen DOACs. Ich zeige es Ihnen auch gleich hier. Das ist der rote Handbrief vom letzten Jahr. Also Sie dürfen DOACs beim Antiphospholipid-Antikörpersyndrom nicht einsetzen. Na, Vitamin K-Antagonisten sind aber gleich genauso gut wie es. Besser. Deswegen habe ich hier die Studiendaten mitgebracht. Das ist das Problem. Wenn sich da einer noch ein bisschen näher zusammenfassen will und die Thematik einarbeiten will, bitte gehen Sie auf diese Website. Das ist die Stellungnahme auch von uns, Berufsverband mit der GTH. Sie sehen, wer alles mitgemacht hat. Also wir haben für Deutschland auch eine Stellung genommen, war auch gut für den Herstellern gegenüber, damit die nicht irgendwelche Dinge erzählen, die wir nicht hören wollen. Also um es mal freundlich zu sagen, also wir haben hier klare Kante gezeigt und also bitte hier aufpassen, also hier sind die DOACs schlechter. Ja, gilt übrigens auch bei gewissen Fortader-Thrombosen. Ne? Da sind die Daten zum Teil schlechter und nicht gut. Gut, das auch nochmal kurz vom Abschluss, HIT-2, also unter einer Antikoagulation Lungenembolie. Das ist das Problem. Das ist eine andere Autoimmunerkrankung. Das heißt, überlegen Sie sich mal, der Körper bildet Antikörper, speziell Plättchenfaktor 4 Antikörper, die einen Komplex bilden, der sich, sage ich mal, an den Thrombozyten anheftet und die anfängt zu zerstören. Der Effekt ist davon, du hast einen Thrombinanstieg, also eine Art Dauerbeschuss. Immer wieder Thrombin. Morgens, mittags, abends, immer. Und der wird mit jeder Menge von Heparin, oder wenn du das nicht durchbrichst, eigentlich immer mehr. Und man sagt, pro Tag, nicht erkannt, 6% Thrombose, Amputation, Tod. Können Sie ja mal 10 Tage durchspielen. Ja, Weihnachten kann ja passieren, mal 3 Tage ist keiner so richtig zuständig, dann wechselt das, der nächste Schichtdienst guckt auch nicht drauf. Das heißt also, Sie schicken dann also ungebremste Patienten in eine schwierige klinische Situation. Deswegen ist das so wichtig, dass auch zu prüfen und dann ist das auch das Problem, dass irgendwann auch noch eine Blutung dazu kommt, letal. Und vier für Sie, wenn Sie solche Patienten haben, ne, also zum Beispiel unter einer Antikoagulation, zum Beispiel mit Heparin in den Vorgeschichten oder die letzten 120 Tage einer Heparinexposition, auch bei einem ambulanten Eingriff, machen Sie den 4T-Score. Das heißt Thrombozyten im Verlauf, gucken Sie sich an, was für Thrombosen, sind Hautveränderungen auch da? Ja, das andere ist, passt das auch? Ja, also das Maximum ist eigentlich immer so am 5. Tag. Ja, also einer, der sagt, oh, nach 3 Tagen, das war ein Hit und hat die letzten 120 Tage oder die letzten 10 Jahre nie Heparin gehabt, das stimmt nicht. Das ist kein Hit. Ja, da sind andere Gründe für eine Thrombopenie verantwortlich. Fünfte ist der Haupttag. Aber dann eben handeln. Und jeder Tag, den man dann verschenkt, bedeutet eben diese 6% pro Tag. Und hier ist für Sie wichtig, einen Punkt zu geben. Aber auch das ist wichtig. Es gibt ja auch andere Gründe, ja. Also mit Covid-19 wäre zum Beispiel, würde ich den Score natürlich reduzieren, ganz klar. Weil wir andere Gründe für eine Thrombopenie haben, auch vom Verlauf, würde ja gar nicht passen. Ne? Also deswegen, dieser klinische Score ist hilfreich. Wenn Sie damit arbeiten, sehen Sie auch hier, je höher der Score ist, also über 4 muss man sagen, sind wir schon bei einer 80%igen Wahrscheinlichkeit drunter geringer. Und dann eben die entsprechenden Tests anfordern. Das Problem ist, diesen Plättchenfaktor 4 Antikörpertest kriegen Sie sehr schnell.
aber sie brauchen noch den Funktionstest. Das heißt, lässt sich durch Heparin dieser Komplex aktivieren? Das ist eigentlich die Fragestellung. Und das muss leider mit frischen Thrombozyten, und da wir Samstag, Sonntag keine frischen Thrombozyten haben, da geht keiner Thrombozyten spenden, sondern nur Montag bis Freitag, wird das dann eben in dieser Zeit gemacht. Trotzdem, unabhängig davon, selbst wenn dieser Test schon mal positiv sein sollte, einige sind auch falsch positiv, sollten Sie dann schon, wenn der Score sehr hoch ist, die alternative Antikoagulation schon beginnen. Das heißt, sagen wir mal, Agatoban, ne, Danaparoid zum Beispiel, also hier das Orgaran, ne, das wären ja so die Alternativen. Arixtra eigentlich nicht. Ne, Arixtra ist zwar per se, kann das nicht auslösen, aber das Problem ist, Arixtra kann diese Antikörperbildung nicht modulieren. Orgaran kann das. Und Agatoban indirekt, weil es sofort die Thrombinhemmung macht. Das heißt, diese Ausschüttung von Thrombin wird in den Thrombozyten heruntergefahren. Das macht es nicht. Das ist auch wieder nur ein selektiver CNA-Hemmer, der beim Antithrombin wirkt, übers Antithrombin. Das ist dann interessant vielleicht für jemanden, der mal eine Hit in der Vorgeschichte hatte, dass man da die Prophylaxe macht. Absolut richtig. Aber für die akute Hit bitte nicht. Ja? Lieber auch vielleicht mal mit uns reden und dann können wir das auch besprechen. Nicht jeder hat ein Hit-Risiko. Man sagt, Monitoren über 1%, das ist auch nicht jeder. Ich habe immer hier so ein paar spezifische Patientenpopulationen mitgebracht und da sind einige bei Ihnen dabei. Also jeder, der mal eine kardiochirurgische Operation hat oder ein kardiologischer Patient mit einer OP, gehört in diese Gruppe. Also Ihre Patienten erfüllen die Kriterien, sehr schnell einen Hit auszuwählen. Tag 4 und Tag 14 einmal... In dieser Phase. Meistens macht man es ja. Da gucken Sie mal rein. Einen Vorwert hat man ja meistens. Ne? Einige sind ja auch länger bei Ihnen, ne? Gerade wenn einige Begleiterkrankungen sind. So, und der fünfte Tag wäre so der Ziel-Target auf jeden Fall. Dann nochmal die Woche drauf vielleicht und dann ist gut. Ne? 5 bis 14 Tage, 5 bis 10 Tage, da erwischen so sie die meisten. Gut, das andere schenkt man uns. Und jetzt, warum muss man vielleicht länger antikoagulieren? Da ist das Thrombophilie-Screening durchaus sinnvoll, aber Sie sehen, eben nicht unbedingt für den Einfluss der Akuttherapie, vielleicht bis auf dieses katastrophale Antiphospholipid-Antikörpersyndrom oder den schweren Antithrombinmangel, Abschätzung des Rezidivrisikos, optimierte Sekundärprävention, deswegen macht man das. Das ist auch ambulant zu machen. Sie sehen auch hier, wie häufig diese Faktoren dann auch eingeschätzt werden, warum man eine Fortsetzung der Therapie der Antikoagulation anstrebt, warum nicht. Hier nochmal in Ruhe, können Sie in Ruhe anschauen. Denken Sie auch dran, auch die Angiologen hier nicht zu vergessen. Also wenn Sie zum Beispiel eine nicht rekanalisierte 4-Etagen-Thrombose haben, selbst nach einer provozierten, also zum Beispiel nach einer Operation und das Ding ist zu und die Frau hat vielleicht dann noch einen Kinderwunsch, ja, dann kommen Sie um die Antikoagulation meist nicht rum, weil die kriegen mit Sicherheit ein schwerwiegendes postthrombotisches Syndrom. Offene Beine, das Rezidivrisiko ist auch bei denen erhöht, aufgrund dieser verschlechterten Hämodynamik. Mhm. Da kann die Thrombophilie sogar negativ sein. Ja? Ist selten der Fall, kann aber auch zum Grund führen. Deswegen immer auch gucken, warum im Vorfeld sowas ausgesprochen wurde, auch da nach den klinischen Daten fragen, was die Kollegen Ihnen da auch mitgeben können. Ja, rezidiv unprovozierte Thromboembolie, ich denke, hier müssen wir ganz klar sagen, also Männer haben hier das höhere Risiko als Frauen, ne, gerade in dem Bereich. Deswegen sind wir auch eher Kandidaten, das bei uns weiterzuführen, im Gegensatz zu den arteriellen Verschlüssen. Mhm. Dann auch bei der Thrombophilie. Das ist vielleicht für Sie, ohne dass Sie jetzt die Einzeldaten, ich habe das mal für Sie für die DOAC zusammengesucht, Heparin, Warfarin, also Fenpropion kann man ähnlich setzen, ist zwar nicht dasselbe, dass man sagen kann, bezüglich Thrombose und Blutung ist bei einer Low-Risk-Thrombophilie, also Faktor 5 Leiden pro Thrombin Heterozygot, kein Unterschied, auch bei den High-Risk auch kein Unterschied. Das heißt, die DOACs sind bei diesen Patientengruppen nicht überlegen, auch bezüglich Blutung nicht. Erstaunlich. Hersteller wollen ja immer gerne was anderes verkaufen. Aber Sie sehen, das sind ja unselektionierte Patientenkollektive, die zu den Zulassungen geführt haben. Aber jetzt haben wir natürlich schon Daten, großes Register, sehr gute Arbeit, mit denen wir prospektiv hier auch viele Patientenjahre sammeln und eben diese Fragen so allmählich anfangen zu beantworten. Ja? Ja, aber es braucht eben Zeit. So, ambulante Therapie für Sie vielleicht. Wichtig ist hier, dass es auch da geht. Wir haben halt hier auch Studiendaten, jetzt gerade fürs Rivaroxaban, den häufigsten
direkten orale Antikoagulanz, die HOT-PE-Studie, das heißt, die haben sich Lungenembolie-Patientinnen mal im Follow-up angeschaut. Ne? Was machst du denn mit denen? Ambulant, nicht ambulant, was hast du für Begleiterkrankungen, musst du halt auch die Folgeschäden noch anbehandeln. Und das ist so ein Auszug, dass man sagen kann, dass wir hier sie eben schon eben auch mit diesen Patienten zumindest, die jetzt nicht diese schwerwiegenden thrombophilen Entgleisungen haben, eigentlich ganz gut mitarbeiten können. Also das sind sie auf der sicheren Seite. Aber wenn sie die dann haben, ist das Konzept doch eben umzustellen und auch zu hinterfragen. Ne? Also die müssen wir eben rausfischen. Mhm. Gut, Fazit. Wir sind am Ende. Unglaublich. Die Lungenarterienembolie ist in der Genese absolut vielfältig. Mhm. Denken Sie mal an einen alten Virchow. Blut fließt nicht. Tumor, Thrombose, Pille, Gefäßinhalt, Schädigung, Gefäßendothel, Medikamente. Die bin ich ja noch gar nicht so tief eingegangen. Also wir haben letztes Jahr zwei Vorträge nur gehabt für den Einfluss der ganzen neuen Antikörper und Onkologika auf die Gerinnung. Und haben wir gesehen, was da alles eben möglich ist. Zum Teil wissen das die Onkologen selber nicht. Wir müssen es auch nachgucken in den gewissen Fällen, die einen Einfluss haben. Mhm. Das andere ist, machen Sie Diagnostik nach Leitlinien. Ich habe Ihnen jetzt mal aus meiner Sicht das Einfachste mitgebracht. Antikoagulanten sollten beachtet werden, unterschiedliche Dosierungen, die Strategien sind anders. Mhm. Ich sag mal, wenn Sie mit Heparin anfangen und auch eine Lyse oder ohne Lyse haben, sind Sie erstmal nicht verkehrt. Achten Sie auf die Dosierungen, beachten Sie auch, sagen wir, die Begleiterkrankungen. Vor allem, wenn unter Antikoagulation was schiefläuft, auch mal dran denken, woran es liegen könnte. Ich habe ja hier, sagen wir, so drei, vier Probleme auch mal aufgezeigt, auch unter dem Tumor. Seien Sie mir nicht böse, auch wenn Sie meinen, Sie haben alles richtig gemacht, auch wir, auch ein fortgeschrittenen Ovarialkarzinom kann eben diese Dame an der Lungenembolie selbst unter laufender Antikoagulation sterben. Das ist eben nicht so. Auch die Lungenembolie bleibt da weiterhin ein Risikofaktor. Wir reduzieren das Risiko, wir kriegen es aber nicht gegen Null. Das muss einem klar sein. Zu sagen, oh, das war ein Mistzeug, das hätte er nicht geben sollen, so ist es eben nicht. Folgeschäden. Pulmonale Hypertonie, postthrombotisches Syndrom, um nochmal zwei Beispiele zu nennen, die Gründe der prolongierten Sekundärprävention, Thrombophilie-Diagnostik, bei der Akutdiagnostik eher selten. Sie haben es auch gesehen, was die Gründe sind. Trotzdem, Sie können aber schon mit anfangen. Lieber ein ordentliches Basisprogramm als zu viel. Ja? Machen Sie bitte keine 20 Genpolymorphismen. Also könnte hier machen, aber lassen Sie es sein. Gut, dann lade ich Sie ein, vielmehr lade ich Sie nicht ein. 5.9. dies Jahr entfällt. Wir hatten ein Hygienekonzept, aber es dürfen halt leider in den Audimax nur 50 Personen. Das macht wenig Sinn. Wir freuen uns hoffentlich auf 2021. So, das ist es auch schon so. Das Programm steht auch, es ist auch das Jubiläumssymposium. Wir haben noch richtig Platz, wir können sogar noch ein bisschen aufstocken. Wir haben auch zwei Emporen. Der Vorteil ist hier, dass es eine Anatomie in Mitte wieder stattfindet, weil wir mussten ja bei der Hörsaal-Neubau durch den Umbau auch verschwunden ist. Sind wir auch gerne in den Audimax gegangen. Ich finde das auch eine tolle Location, weil man hat viel Platz und man hat auch viel Präsenz. Wir geben ja auch viel Möglichkeit. Im Prinzip sind alle Firmen, die mit Gerinnungen zu tun haben, auch da. Also sie haben da 30, 32 Aussteller, auch die Kooperationspartner hier. Also Sie können da alles fragen, was Sie da zur Gerinnung betrifft. Sie sind auch herzlich eingeladen. Sie kriegen auch von mir wieder den Flyer natürlich. Sie dürfen auch gerne rund mailen. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr auch sogar so gemacht, dass alle vom letzten Jahr, die ein Konsil bei uns gestellt haben, das sind ja auch immer ein paar hundert, dass wir die auch nochmal persönlich eingeladen haben in der Rundmail. Und viele fanden das auch gut. Werden wir auch nächstes Jahr wieder machen. Also der Termin steht. Wir hoffen bis dahin, dass auch die Impfung da ist und dass auch alle sehr sicher kommen können. Selbst mit einem Hygiene-Pandemie-Konzept ist es auch möglich. Das ist wohl besser wohl umzusetzen als hier. Also Hoffnung besteht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ich würde noch eine Frage stellen. Gerne. Und zwar hat der Dr. Trippel geschrieben, ich setze das einmal kurz um hier. Und zwar hat Herr Dr. Trippel geschrieben, den ich grüße, lieber Oberarzt Fischelny, vielen Dank für diesen praxisnahen Vortrag zur Lungenarterienembolie. Wie ist das Risiko für eine Lungenarterienembolie unter Substitution von Gerinnungsfaktoren, zum Beispiel auf Intensivstation oder nach Protamingabe zur Antagonisierung von Heparin einzuschätzen?
Gibt es da so praxisnahe Erfahrungswerte? Ja, also Gerinnungsfaktoren lasse ich mal, beantworte ich im zweiten Teil der Frage. Ich mache erstmal Protamin, Chlorid oder Sulfat, was Sie geben, ist erstmal unproblematisch. Wir haben eher das Problem, dass wir beim Protaminchlorid, wenn wir sehr, sage ich mal, ausgiebig hochrechnen die Dosierung, Sie müssen das ja zum Teil sehr individuell gestalten, Sie müssen die Grunddosis ja errechnen aufgrund der applizierten Menge über die Zeit, und bei niedermolekularen Heparine kommt ja nochmal dieser Verteilungsfaktor zu, weil auch die unterschiedlich hemmen, ist eher das Blutungsrisiko das Problem. Also eigentlich sehen wir, also ich habe es bisher noch nicht erlebt, nach einer Protamingabe, dass da einer eine Lungenembolie geschossen hat. Wenn, dann war das ein anderer Grund. Die Gerinnungsfaktoren ist anders, definitiv. Hier müssen Sie aber auch bitte gucken, was Sie an Gerinnungsfaktoren geben. Also ich sag mal, beim Hämophilen, wo Sie etwas überschießen, haben wir weniger ein Problem. Wo wir ein Problem haben, ist, wenn wir Willebrand-Patienten haben, weil das ist ja ein Gerinnungsfaktoren-Mix aus Willebrand-Faktor plus Faktor 8. Und da können Sie durchaus mal den Willebrand-Faktor, wenn Sie nicht ausreichend kontrollieren, in Kombination mit Faktor 8, das mal über längere Zeit über 200-300% schießen. Also ich hatte schon mal eine Willebrand-Patientin Typ 3, die hatte dann eine Lungenembolie, obwohl die normal unter 1% Faktor 8 Aktivität hat und Willebrand. Die hat auch keine Thrombophilie, ne? Das gibt es auch. Also eine Thrombophilie kann auch bei Patienten mit Blutungsneigung sein. Die hat eine Lungenembolie entwickelt. Warum? Die war am fünften Tag mit 480% Willebrand-Faktor Antigen und dann eben mit fast 400% auch Faktor 8. Da muss man aufpassen. Da haben wir wirklich einen Zusammenhang. Aber die Hersteller geben auch Höchstmengenbegrenzungen an. Also wenn man sich an die hält, liegt man gut. PPSB, jein. Ich sag mal, ein PPSB vor 20 Jahren, hätten Sie ein thromboembolisches Risiko um den Faktor 1 zu 10 bis 1 zu 11. Das wären also immerhin 10%. Woran liegt das? Weil die Substanzen damals noch aktivierte Faktoren hatten. Das gibt es heute nicht mehr. Heute, wenn Sie sich mal bis an die 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht und nicht in den nächsten 2 Stunden gleich den nächsten Bolus geben, sind Sie weniger prothrombogen. Wir haben Daten auch von den Herstellern, da wird das Risiko geschätzt für eine Thrombose oder eine venöse Thromboembolie nach PPSB-Gabe pro Patient ungefähr 1 zu 5026. Ja, das ist eine relativ aktuelle Zahl, also für pro Shot, ja, also das heißt pro Patient pro Shot, pro Schuss. Und das heißt, das wäre für eine Vitamin-K-Antagonisten-Antagonisierung ungefähr der Fall. Bei den DOACs sieht es ein bisschen anders aus, weil wir ja häufig dann halt hier das in andere Blutung eingeben, auch die Studieprotokolle sind da auch ein bisschen anders, da kann es ein bisschen höher liegen, ja? Aber deutlich niedriger als zum Beispiel, holen wir mal Ondexia, ja? Also das wissen wir, das Antidot für die 10A-Hemmer, das Adexanet Alpha, das ist ja der eigentliche Generic, da sieht es so aus, dass wir bis 10% Thrombomyelin haben, egal was sie tun. Das ist eine Menge. Bei Praxbind liegt das so bei 3-4%, entspricht auch einem Intensivkollektiv. Also hier haben wir nochmal einen Sprung. Das andere ist, sage ich mal, unproblematisch ist Fibrinogen, auch Faktor 13. Also Faktor 13 hat eine relativ lange Halbwertszeit, das können Sie fast eigentlich nicht überdosieren. Fibrinogen ist es so, also wenn Sie jetzt nicht den 8 Gramm pro Liter, also den Wert hochfahren, das schafft man ja selten, ja, ist es relativ unproblematisch. Gerade die neueren fibrinogenen Konzentrate, also bisher war ja immer Behring der Hersteller, ich will jetzt den Namen mal nennen, wir haben jetzt andere Hersteller bekommen, da haben wir Substanz, die sehr hoch aufgereinigt sind und wenig, sag ich mal, Störelemente zulassen. Das sieht einfach von der Zubereitung besser aus. Ich will auch nicht in die Details gehen, aber da scheint das auch ein größerer Sicherheit zu geben, das ist ein modernes Präparat, das sehen wir auch unproblematisch. Faktor 9 auch aufpassen, also da müssen wir, also wenn Sie einen Hämophilie B-Patient haben, bitte in den vorgegebenen Substitutionsintervallen bleiben, wie wir sie auch geben. Wenn Sie mehr geben wollen, bis dann auch besprechen, ne? Also da sollte man schon Werte über 180-200% über eine längere Zeit vermeiden, da kann man Probleme bekommen, definitiv. Ja, Sie haben ja gesehen, der Tenase-Komplex, Faktor 8, Faktor 9, beschleunigt ja wieder diesen Prothrombinase-Komplex und das kann wirklich dann zum Überschießen in Reaktionen führen. Was haben wir noch? Rekombinanter Faktor 7, sag ich mal,
für eine Thrombasthenie, für den Faktor 7-Mangel in den Dosierungen, die sind sowieso niedriger, 15 bis 30 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, unproblematisch. Bei der Hemmkörperhämophilie dann problematisch, wenn ich viele Begleiterkrankungen habe, auch in den hohen Dosen bin und das vielleicht für die ersten 10 bis 14 Tage alle 2-3 Stunden gebe, dann muss ich gucken, ob da noch Begleiterkrankungen sind. Aber da geht es darum, ob der an der Blutung stirbt, und die Thrombose ist dann meistens besser zu behandeln, als man denkt. Das muss man vielleicht auch sogar in Kauf nehmen. Aktiviertes PPSB-Fiber ist natürlich hochthrombogen, hier geben Sie Thrombin direkt rein. Wenn Sie sich an die Höchstmengenbegrenzung halten, bis 100 Units pro Kilogramm Körpergewicht in Ordnung. 50 ist für eine Antagonisierung oder so eine Art Reversierung möglich, also als Bypass-Konzentrat, da gibt es Erfahrungen, das funktioniert auch. Haben wir noch was, was wir brauchen? 8, 9, ja, Faktor 10 Coadec, Coagodex, aber das ist selten. Wir haben zwei Patienten nur hier in Berlin, die sind noch im Viertelsheim. Da haben wir bei denen eigentlich ein relativ strenges Dosisregime. Da brauchen sie auch nur 30, 40, vielleicht 50%, um eine volle Aktivität aufzubauen, um eine Blutstillung herbeizuführen. Da brauchen sie keine 100 oder 200%, ne? Weil das ist ja Bestandteil des Prothrombinase-Komplex, ne? Faktor 10. Und beim PPSB vielleicht noch der Hinweis, es gibt ja halt auch Kliniken hier in Berlin, die haben eben nicht so ein Notfalldepot wie wir hier, sage ich mal ganz bewusst. Also wir haben ja das auch mit der Apotheke, im Rumpfdienst, also da ist ja schon viel Gedanken drin, auch mit den Intensivmedizinern abgesprochen. Wir haben auch gewisse Dinge erstmal draußen gelassen, um dann halt, sagen wir, erstmal mit der sicheren Seite zu beginnen. Und da sieht es so aus, dass wir hier beim PPSB Folgendes auch sagen, wenn Sie einen isolierten Faktorenmangel haben, gut, mit einem Faktor 10-Mangel kann man erstmal mit anfangen, aber dann muss das Faktorenkonzentrat geliefert werden. Das macht auch der, machen auch die Apotheken mit dem Hersteller, die haben die Hotlines, die rufen nur an. Das heißt, der zweite Schuss wäre dann schon im korrekten Präparat. Auch ein Faktor 7-Mangel, wenn der sehr schwer ist, unter 1%, aber auch da hätten wir ja nur 7. Das heißt, das braucht man nicht machen. Da ist das Problem, dass Sie eben ein Faktorengewicht dann über mehrere Zeitpunkte öfters applizieren würden und diese Faktorenspiegel insgesamt erhöhen würden. Das ist dann auch wieder prothrombogen, also das ist nicht so günstig, wird aber zugelassen. Ne? In der Querschnittsleitlinie lassen wir das zu, wenn nichts anderes da ist. Problematisch sehe ich das eher bei Häusern, die sonst nichts anderes im Notfalldepot haben. Die haben nur PPSB-Fibrinogen, das sind Faktor 13 und das war es dann auch. Ja? Und dann wird dann halt mit allen Faktoren, vielleicht ein bisschen noch Hämate, also ein Willebrandhaltiges Faktor 8 Präparat, und das war es dann auch. Faktor 9 haben die dann auch nicht, selbst die Hämophilie B wird damit erstmal behandelt. Das ist auf die Dauer nicht gut. Dann wirklich einfach mal rückfragen. Kann man ja erklären. Also, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ich habe eine ganze Menge gelernt und ich muss, bin froh, dass ich die Slides jetzt irgendwie im Video habe, dass ich da nochmal nachschauen und nachlesen kann. Ja, unbedingt. Also es soll ja ein bisschen, sag mal, ein Teaser sein, es soll ja auch ein bisschen Hintergrund sein. Man muss dann ja auch nicht immer alles von der Folie besprechen. Für Sie soll das auch so ein bisschen kleines Nachschlagewerk sein. Deswegen, einige Tabellen sind sehr gut. Die können Sie auch extrahieren und auch im Kreis hier verwenden. Also das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall das komplette Copyright für alles, was Sie brauchen. Herzlichen Dank Ihnen und hoffentlich auch bald wieder. Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Super. Ist natürlich gut, die haben dann schon die Fragen während dem Vortrag, ne? Er hat dann schon immer. Ja, ich hoffe, es war gut zu verstehen. Absolut.